Wir Sammler kennen das natürlich auch, unsere persönlichen Bekannten, Freunde, Familie, Kollegen wissen, dass wir sammeln. Es ist ja auch nicht unbedingt leicht zu übersehen. Und demnach sind wir dann natürlich auch die ersten Ansprechpartner, wenn es darum geht, Herst, ich habe da noch ein paar alte DVDs, ich habe keinen Bock mehr drauf, magst du mir die nicht abnehmen? Und so hat ein Kumpel und Kollege gleichzeitig von mir seine Sammlung aufgelöst und hat mir seine komplette DVD-Sammlung überlassen. Aufmerksame Zuschauer werden natürlich bemerken, ja, diese MyProtein-Kiste ist ein absoluter Running Gag hier auf dem Kanal, kommt immer wieder mal ins Bild. Das war tatsächlich die Kiste, wo ich, wie ich zum allerersten Mal das Movie Warriors Battle mit Cinemanuel gemacht habe, von ihm die Dinge bekommen habe. Ja, da war die blonde Perücke drin, da war auch das wunderschöne rosa Kleidchen drin. Aber nachdem ich eben die DVDs bekommen habe in einer Sporttasche, offensichtlich nicht nur österreichische Politiker, die wertvolle Güter mit Sporttaschen spazieren tragen, habe ich ihn gebeten, er möge doch bitte die Sachen hier umräumen und habe auch wirklich den Raum verlassen, wollte so wenig wie möglich davon sehen. Natürlich ein paar Dinge, die hier oben aufliegen, habe ich nicht vermeiden können, jetzt bevor ich das ganze Mystery Unboxing starte, schon mitzubekommen. Aber ich weiß tatsächlich nicht von allem, was hier drauf ist. Und die Geschichte hinter diesem Paket und hinter dieser Sammlungsauflösung ist vor allem eben auch die, weil er gesagt hat, ja, er wird seine Sammlung auflösen, das sind circa 70 DVDs. Und ich so, ja, passt, super, schick mal Liste, ich schaue mal drüber, was ich davon brauchen kann, sagt er, na, was, was. Du nimmst die 70 DVDs, gibst mir 15 Euro dafür und das passt. Woraufhin ich beschlossen habe, nein, ich brauche keine Liste mehr, es ist mir relativ egal. Alles, was ich schon habe, beziehungsweise doppelt habe, beziehungsweise was eben hier auf DVD drinnen ist, wo ich schon irgendwelche Blu-ray oder sonstigen Auflagen habe, das kann ich dann natürlich einfach ins Archiv geben, notfalls irgendwann einmal als Ersatzhüllenlager hernehmen oder halt eben als Notfallsration, wenn irgendeine Version, die ich habe, kaputt geht. Aber bei dieser Quote von 15 Euro für 70 DVDs, da überlegt man vor allem nicht lang. Insbesondere, weil ich in der Kiste schon das ein oder andere wirklich geile Goodie entdeckt habe. Etwas, das ich mir tatsächlich schon seit längerem wirklich zulegen wollte, ist das legendäre Falco-Konzert auf der Donauinsel, das, ich glaube, 93 oder so war es, wo auch wirklich der Blitz eingeschlagen hat auf der Bühne, während Falco gespielt hat und er trotzdem einfach weitergespielt hat. Gut, wahrscheinlich bei dem, was er sich vorher gegönnt hat, hat er wahrscheinlich nicht einmal mitgekriegt, dass da ein Blitz eingeschlagen hat oder dass geregnet hat oder dass ein Publikum da ist oder dass er Musik spielt. Ich weiß es nicht, aber auf das freue ich mich auf jeden Fall ganz besonders. Und es ist ja wirklich cool, weil wenn man sich die, wenn man sich die Sammlung so anschaut, man erkennt ja anhand der Sammlung natürlich auch eben immer ganz einfach, um welche Person es sich handelt und quasi wo die persönlichen Interessen drinnen liegen, weil Spoiler-Alarm, This is England ist nicht der einzige Fußball Film, der hier mit dabei ist, aber zum Beispiel, was ich auch ziemlich geil finde, ich habe davon nur die alte amerikanische Blu-ray, glaube ich, im Digipack von Falling Down, aber die deutsche Synchro hat mir in der Sammlung noch gefehlt. Das ist natürlich auch etwas Nettes, ja was, wenn ich eben durch solche Großeinkäufe und Großupdates einfach die Chance habe, zum Beispiel eben irgendwo auch eine deutsche Synchro zu bekommen, wo ich eben bislang nur irgendeine Importversion hatte. Außerdem mit dabei, und man merkt eben, wie gesagt, man merkt, wer da ist, natürlich bei einem Österreicher, bei einem Wiener sicherlich auch einige österreichische Filme mit dabei. Und es ist ja wohl ganz klar, dass da auch der ein oder andere Ulrich Seidel Film mit dabei sein wird, aber über diese Sachen kann man dann natürlich auch noch einmal sprechen. Hans Moser, Paul Hörbiger, Susi Nicoletti, auch interessant, Hallo Dienstmann, der Film sagt mir sogar was, von Franz Antl aus dem Jahr 1951, auch eine wirklich coole Sache, genauso Clockwork Orange in der SZ-Cinemathek-Version. Das Einzige, was ich bei diesen Versionen immer wieder interessant finde, ist dieses absolut seltsame, ziemlich ungewohnte Format, aber
Auch das darf natürlich in einer österreichischen respektive Wiener Filmsammlung definitiv nicht fehlen. Deswegen ist es so seltsam eigentlich, dass ich diese Sachen bis jetzt noch nicht hatte. Die klassischen Mundl-DVDs. Damals, das weiß ich noch von meiner Zeit beim DVD-Forum, weil ich mit dem Alex gemeinsam teilweise Schnittberichte eben gemacht habe zu den Mundl-Sachen. Ich meine, natürlich muss man sagen, wenn man Dinge übernimmt von jemandem, der jetzt nicht unbedingt zwangsläufig Sammler ist, dann hat man natürlich auch das ein oder andere Ding mit Wasserschaden mit dabei, weil natürlich halt eben hier nicht die sammlermäßige Genauigkeit und das sammlermäßige Aufpassen vorgeherrscht hat. Aber es ist zumindest, zum Beispiel auch den habe ich noch nicht in meiner Sammlung gehabt, ist sicher auch interessant. Und wie gesagt, wir kommen dann neben The Football Factories. Und This is England, haben wir dann da auch noch The Football Factory. Also man erkennt auf jeden Fall, ja, ein Wiener, der sich für Fußball interessiert, ist ganz einfach. Aber tatsächlich auch ein Wiener, der sich für Fußball interessiert und einen wirklich guten Filmgeschmack hat, muss man sagen. Weil die Mischung, die ich da aus diesem Paket hole, ich meine jetzt mit Ausnahme von Ohne Limit, der Bullshit war, ist schon eigentlich ziemlich interessant. Auch natürlich der große Klassiker Fear and Loathing in Las Vegas. Ein Film, der wahrscheinlich in meiner Sammlung dann auch bald noch als 4K Blu-ray einzieht. Aber als eben, wie gesagt, Ersatz finde ich das recht cool. Außerdem hier dann noch die ganzen, man muss es ja echt sein, die ganzen großen Klassiker, die dann zu der Zeit eben erschienen sind, die ganzen großen neueren Filme von Sin City über Inception, Der Räuber, auch ein österreichischer Filmbeitrag mit Wasserschaden, ist hier Kids vom, wenn der Kerstin, steht nicht hinten drauf, Larry Clark, genau, Larry Clark, auch ein Klassiker eigentlich. Was haben wir da? Gomorra. Dann, ja, natürlich, sowas fehlt auch nicht in einer Filmsammlung, das ist natürlich klar. Wir haben auch noch den Schakal in dieser Metallschuber-Edition, die aber wirklich gut, naja, ein bisschen eingedellt, da hat offensichtlich irgendeine eine Klapperschlange versucht, da reinzubeißen, aber dafür nicht zerkratzt, fast nicht zerkratzt. Was ich ganz nett finde, Taxi Driver, auch ein absoluter Kultfilm, in der halt neueren Version mit dem Eco-Case. Wir haben da wieder ein paar österreichische Beiträge. Komm, süßer Tod ist natürlich ein absoluter Klassiker. Die Brenner-Filme mit Josef Harder, den ich ja einfach absolut, absolut großartig finde. Der Überfall mit Roland Thüringer und eben auch, wo auch Harder dabei war. In drei Tagen bist du tot 2. Muss ich ja sagen, ich habe immer wieder auch öfter hier auf meinem Kanal gesagt, dass ich ja eigentlich gar nicht der große Fan von österreichischen Filmproduktionen bin, aber beide in drei Tagen bist du tot Filme eigentlich fand ich ziemlich cool und ziemlich geil, weil sie eben dieses klassische amerikanische Konzept auch wirklich gut umgesetzt haben. Das, der Revanche von Götz Spielmann, ebenfalls in der Edition. Das ist ja wirklich einer, auf den habe ich in meiner Sammlung schon lange gewartet. Auf den bin ich echt gespannt. Ich glaube, ich muss wirklich gestehen, dass ich den noch nie gesehen habe. Da werden jetzt natürlich alle österreichischen Zuschauer auf dem Kanal sagen, was? Wie kann man Indien und Muttertag den vermisse ich eigentlich noch da in der Liste. Schauen wir mal, ob er noch kommt, aber da kommen noch ein paar andere Dinge. Into the Wild, große Kinomomente mit... Ich weiß nicht, ich glaube, da war irgendwann einmal in diese Teile so ein Leberkäskrapfen eingepackt. The Road to Guantanamo, mal was Leichtes für zwischendurch, was zum Lachen offensichtlich, cool. Contact High ist auch da. Das kommt natürlich da dazu, dass wir es gleich gescheit sortiert haben. Wie geht's weiter mit City of Man?
Das erste Horror-Epos, Shining natürlich, mit dem wirklich beschissensten Cover, das ich jemals von Shining gesehen habe. Wundervoll, wie man das klassische Cover einfach in einen fetten Rahmen gepackt hat, damit offensichtlich das FSK-Logo nicht zum Zahnarzt-Appointment Jack Nicholson wird. Dann ein Video-Dings von den Red Hot Chili Peppers, was auch wirklich aussieht, wie als wäre es mit einigen Red Hot Chili Peppers gelagert worden. Wir haben Spieleleben, auch ein österreichischer Film, der mir gar nichts sagt, nämlich in dem Fall nicht einmal vom Namen her. Offensichtlich ein kleiner Stanley Kubrick-Fan, den wir da hatten. Natürlich, wie gesagt, Inception ist da, The Dark Knight hat natürlich auch nicht fehlen dürfen. Der Fälscher ist auch eine absolut coole Sache, war ja sogar eben unser Oscar-nominierter Beitrag in dem Fall. Wir machen weiter. Der Fall des Lemming ist meistens ein recht kurzer Fall, vor allem wenn man Ohrstritt vom Walt Disney kriegt. Lolita. Auch hier ein durchaus interessanter Zustand. Ich hätte das Ganze vielleicht doch vorher durchschauen und aber durchputzen können. Der Bader-Meinhof-Komplex. Deutscher Film. Ah ja, tatsächlich die erste DVD, die ich 1:1 selber in meiner Sammlung auch habe. Damals nämlich bekommen also quasi fürs DVD-Review beim DVD-Forum. Hier dann noch 2001 A Space Odyssey, auch mit diesem furchtbaren Rahmencover wie bei Shining. Auch ein Klassiker, der natürlich nicht fehlen darf in keiner Sammlung. Die Uncut-Version von From Dusk Till Dawn. Auch ein Film, den ich, glaube ich, jetzt mittlerweile 18 Mal in der eigenen Sammlung habe. Die Tür. Ja, ich hoffe, dass ich dem Film gegenüber offen und nicht verschlossen bin. Und last but not least, der Pianist in der Reihe der großen Kinomomente. Ich glaube, damit sind wir mit diesen Digipacks fertig. Ich finde hier zum Beispiel noch das Digipack von Der Herr der Ringe Teil 3 in der Box, genauso wie, das ist nur ein Standard Schuber, Irreversibel, ein wirklich irre bösartiger Film. Dann war auch klar, dass der Film in welcher Form auch immer in der Kiste vertreten ist. Fight Club natürlich auch ein absoluter Klassiker, logisch, wenn wir die anderen zwei DVDs vom Mundo haben, darf dann natürlich auch die dritte Version nicht fehlen. Aber die Disc schaut gut aus, das ist natürlich wundervoll. Dann Departed, auch das überrascht mich eigentlich wenig, dass das da drinnen ist. Logisch, The Big Lebowski. Auch den haben, und da sind wir dabei, bei, glaube ich, wirklich einem Film, muss ich schauen, außer er ist in der Collection irgendwann einmal erschienen, weil da sind eben diese ganzen Arthouse-Titel drinnen, aber nein, Four Rooms, tatsächlich mit einem Beitrag von Quentin Tarantino, den ich bislang weder gesehen, noch auch nur ansatzweise in irgendeiner Version besessen habe. Shutter Island natürlich auch. Der in dem Fall mit dabei, Trainspotting. Man muss echt sagen, der Kerl hat einen guten Filmgeschmack gehabt. Simpsons Film, V for Vendetta, Hass. Von dem habe ich, glaube ich, das beschissenste, hässlichste UK-Steelbook aller Zeiten irgendwo in der Sammlung, aber Inglourious Basterds. Die ganze Tarantino-Partie ist dabei, Blood In, Blood Out, ist aber, glaube ich, auch durchaus ein Kultfilm, von dem ich sicher auch noch nichts in der eigenen Sammlung habe. Auch Ken Park habe ich nicht, ich habe auch Let's Make Money.
nicht noch in meinem eigenen Regal stehen. Ja, da hat der gute Kerl ein bisschen daneben gegriffen damals, als Planet Terror rauskam mit der wundervollen geschnittenen FSK ab 18 Version. Aber kultig geht's weiter, Miloš Forman, einer flog über das Kuckucksnest, auch hier. Die werden wir nachher am Fetzen holen. Das gefällt mir gut, die eine Hülle, die da kaputt und eingedrückt ist, von 28 Days Later. Der dritte Mann ist ein urgeiler Film, ist wirklich ein absolutes Meisterwerk. Der Maschinist, ebenfalls eine wirklich coole Sache. Großartiger Film, sicher. Silenzium, was österreichisches, dann wieder mit dem Josef Harder dazu, ist, glaube ich, auch von einer von den Brenner-Filmen. Und das allerletzte, wir haben es geschafft, das Che Guevara Double Feature mit beiden Filmen, in dem Fall auf Deutsch, 2009 von Wild Bunch veröffentlicht. Das ist es. Ihr könnt mir jetzt natürlich sagen, was ihr von dieser Lieferung, von dieser Liste haltet. Ich bin eigentlich der Meinung, für 15 Euro für das komplette Paket kann man sich in diesem Fall definitiv nicht beschweren, kann man sich definitiv darüber freuen. Ich sage vielen, vielen Dank für dieses wirklich, wirklich günstige, coole Angebot. Einiges, wahrscheinlich das meiste davon wird bei mir im weitesten Sinne dann im Archiv landen. Das macht mir aber relativ wenig, denn auch mein Archiv hätte ich eben gerne gut sortiert als Notfallsration für irgendetwas anderes. Natürlich, die Sammlung ist damit wieder ein bisschen gewachsen. Ich habe wieder ein bisschen was zu tun, wenn ich dann weitermache und versuche das Ganze in die OFDB einzutragen. Das wird dann definitiv wilder, aber natürlich schauen wir uns auch die Dinge dann noch ein bisschen genauer an, nämlich dann am Sonntag im Sammlungsupdate schauen wir uns die ganzen Cover und das alles noch einmal im großen Überblick an. Bin sehr, sehr gespannt schon auf das Update, aber im Großen und Ganzen, das ist das Sammlungsupdate vom Sonntag, denn das wird jetzt genau im Anschluss stattfinden. Des einen Update, des anderen Downdate. So hatten wir es ja vor einigen Jahren bereits, als ich noch mit Robert Auer Playzocker vs. Italophile gemacht habe und er in seinem Sammlungs-Downdate einige große Hardboxen verkaufen wollte, die dann quasi direktissima in meine Sammlung gewandert sind. Das war zwar nicht der Sinn dieses Videos, aber meiner Meinung nach eine relativ coole Geschichte. Und eben in der vergangenen Woche hat sich ein Kollege bei mir gemeldet, der gesagt hat, er hat einige DVDs in seiner Sammlung, die er wirklich nicht mehr braucht und aus Platzgründen gerne loswerden wollte. Aber bevor er jetzt da irgendwo auf Willhaben oder eben sonst irgendwo schaut, fragt er einmal mich, weil er weiß, ich sammle Filme, ich habe viele Filme in der Sammlung und vielleicht ist ja irgendetwas dabei, was ich brauchen kann. Und noch bevor ich irgendwie sagen könnte, ja passt, schick mir mal ein Foto oder schick mir mal eine Liste, hat er gesagt, weißt was, nimm einfach alles, gib mir 15 Euro dafür und das passt. Und das ist meiner Meinung nach eher so eine Art der symbolische Euro, den man halt einmal hinhaltet, für eine komplette Filmsammlung. Natürlich in diesem Fall einige Dinge mit dabei, die ich bereits in meiner eigenen Sammlung habe. Natürlich viele Dinge auch schon in besseren Auflagen, weil das eine komplette DVD-Sammlung ist, aber trotzdem habe ich bereits auf den ersten Blick eben entdeckt, dass da auch wirklich viele Dinge mit dabei sind, die ich noch gar nicht in der Sammlung habe und die natürlich für mich auch wertvolle Updates sind, weil ich ganz besonders, ich habe es ja immer wieder gesagt, sehr, sehr unbewandert bin, was gerade den österreichischen Film betrifft und da habe ich jetzt natürlich eine Menge bekommen. Weil wenn man sich anschaut, was hier in erster Linie liegt, es sind viele österreichische Filme, es sind viele Filme, logischerweise mit Sport- und Fußballthema, aber es sind in erster Linie natürlich auch extreme Kultfilme, also man könnte fast sagen, ein großer Teil der wirklich tollen Kultfilme aus den 90ern beziehungsweise der Post-2000-Ära sind da auch mit vertreten. Und da habe ich dann natürlich in erster Linie auch fürs Archiv wieder das ein oder andere Backup, falls ich von irgendeinem Film eine ältere Fassung brauche, ist ja natürlich bei jemandem wie mir, der dann öfter für YouTube beispielsweise eben für Bildvergleiche und für andere Dinge auf ältere Veröffentlichungen auch noch einmal zurückgreifen möchte, immer cool, wenn man da etwas in der Sammlung hat. Und deswegen
Nachdem wir es ja im Mystery Unboxing bereits einmal gemeinsam angeschaut haben und drüber geschaut haben, möchte ich das Ganze jetzt halt eben auch noch einmal mit der anderen Kameraposition machen, um einfach einmal ein bisschen einen detaillierteren Einblick in das zu bieten, was hier in diesem Paketchen mit dabei war. Also ein kleines bisschen Cover schauen ist ja auch immer was Geiles. Vor allem, wenn man eben zum Beispiel Dinge in seiner Sammlung jetzt dann plötzlich entdeckt, die man sonst sicherlich nie gehabt hätte. Also Red Hot Chili Peppers ist definitiv nicht meine Musik, vor allem das Cover ist irgendwie interessant. Das sieht mehr oder weniger für mich so ein kleines bisschen aus wie die allerersten Gehversuche von einem antiquierten 3D-Drucker. Aber lassen wir das. Wir haben da auf jeden Fall insgesamt 16 Videos zu offensichtlich großen Hits von den Red Hot Chili Peppers. Es wird mich jetzt wahrscheinlich jemand in den Kommentaren auslachen und korrigieren möchten wollen, aber ich kenne kein einziges von diesen Liedern beim Namen. Vielleicht habe ich das ein oder andere schon mal irgendwo nebenbei gehört. Ach, ganz im Ernst, das ist dann wieder was. Was mich dann natürlich besonders interessiert, ein DVD-Videokatalog von Warner Music, wo man schauen kann zum Beispiel, was es damals alles gab. Eine Konzert-DVD zum Beispiel von Cher, der Sängerin, deren bekanntes Lied das ist, wo man ihre eigene Stimme überhaupt nicht hören kann. Aber natürlich damals, wann ist denn das rausgekommen eigentlich? Das war 2003. Okay, da gab es natürlich schon einige DVDs. Es gab schon UMD-Veröffentlichungen für die PlayStation Portable. Das war natürlich ein wirklich gnadenlos gescheitertes Format, was natürlich irgendwie auch nachvollziehbar ist, was dann später dann überholt war von den digitalen Kopien. Ich meine, damals war es eigentlich fast eine bahnbrechende Idee von Sony, dass man Filme für unterwegs auch hat, aber halt eben das Problem, dass man dann diese UMDs ausschließlich auf der PSP abspielen konnte, auf keine anderen Dinge übertragen konnte. Da wäre es irgendwie einfach gescheiter gewesen, wenn man auf der PSP dann vielleicht eben so eine Art zusätzliche Kopie hätte, die man irgendwie bei einem normalen DVD-Kauf von irgendeiner Limited Edition oder irgendwie so dazu bekommt. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sich Leute dann denselben Film irgendwie mehrfach kaufen, nur damit sie das Ganze dann eben auch unterwegs schauen können, weil ganz im Ernst, wie oft schaut man sich denselben Film eigentlich an? Aber zum Beispiel bietet mir dieses Sammlungs-Up- und Down-Date in Personalunion gleich einmal eben die Möglichkeit, insbesondere was den österreichischen Film betrifft, meine Sammlung wirklich aufzuwerten. Da habe ich wirklich ganz großen Nachholbedarf und eben zum Beispiel auch absolute Meisterwerke wie hier Die Fälscher von Stefan Rusowitzki zum ersten Mal überhaupt in meine Sammlung aufzunehmen. Ich habe den Film noch weder gesehen, noch eben in irgendeiner Version in meinem eigenen Regal stehen, weswegen das natürlich eine coole Sache ist, das einmal nachzuholen. Soll ja ein wirklich, wirklich phänomenaler Film sein, auf den ich sehr, sehr gespannt bin. Außerdem muss ich immer wieder schauen, bei manchen Filmen weiß ich zum Beispiel gar nicht auswendig, ob ich die vielleicht eh schon in irgendeiner Version habe, aber ich glaube, Lolita von Stanley Kubrick ist einer von den Filmen, die ich noch gar nicht habe, alleine weil eben damals, wie der Film dann auf Blu-ray rausgekommen ist, mit diesem Cover, kann man das überhaupt Cover nennen. Ich meine, ganz ehrlich, wenn das FSK-Logo fast gleich groß ist wie das eigentliche Design von dieser Hülle, dann weiß man, dass irgendwo was falsch rennt. Da zum Beispiel, ich meine, immer noch nicht wahnsinnig schön, aber trotzdem zumindest ein bisschen mehr, was man sich anschauen kann. Aber ich glaube, wie gesagt, den Film habe ich noch nicht. Ganz anders natürlich bei 2001 A Space Odyssey, den ich ja mittlerweile sogar schon in der Titans of Cult Edition als 4K UHD habe. Aber da ein wirklich wundervolles Beispiel dafür, wie man Cover nicht macht, weil ich meine, ich weiß nicht, wer damals bei Warner auf diese glorreiche Idee gekommen ist. Warte mal, wir haben hier ein formatfüllendes Cover, machen wir es einfach kleiner. So, dass im Endeffekt, wenn man es wahrscheinlich ausrechnet, mindestens 40% von dem Cover einfach schwarz und ungestaltet sind. Dafür als einzigen wirklichen Lichtblick, Farbfleck auf dieser ganzen Hülle, das große FSK-Logo hingetackert, das sieht meiner Meinung nach einfach nur schrecklich aus, aber trotzdem ist auch diese Hülle irgendwie so eine Art Zeitreise in diese Zeit, wo Warner eben genau das vollführt hat. Wir haben natürlich auch in dieser Sammlung eine alte DVD von Sin City, die meiner Meinung nach ziemlich cool aussieht. Also das ist mit Sicherheit eines der coolsten Cover- und Filmplakate, die es damals zu dem Film gab. Sin City, meiner Meinung nach sowieso ein absolut genialer Film, der Frank Miller dann quasi auch in der Filmindustrie bekannt gemacht hat, obwohl dann einfach nur ein grottenschlechter
Der Spirit folgte, aber zum Glück auch eine wirklich coole 300-Version. Ich muss ja tatsächlich dazu sagen, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich persönlich finde ja sogar das Sequel zu 300 eigentlich ziemlich leiwand. Der Film hat zwar eine komplett andere Optik als sein direkter Vorgänger, ist aber, wenn ich das richtig im Kopf habe, damals tatsächlich dann auch noch wahnsinnig unterhaltsam gewesen. Gut, über einen Christopher Nolan, über einen Inception braucht man natürlich nicht mehr wahnsinnig viel sagen. Ein Film mit einer wirklich schönen Disc, muss man sagen. Außer, dass halt der Filmtitel nur ganz klein da unten steht, aber wurscht, er steht zumindest irgendwo drauf. Film, den ich damals, wenn mich nicht alles täuscht, sogar im Kino gesehen habe und absolut großartig fand. Ein Film, der noch auf meiner To-Do-Liste steht, ebenfalls in mehreren Versionen bereits in der Sammlung, zum Beispiel eben als Blue Cinemathek von Der Spiegel und eben Studiokanal oder Kinowelt, wie sie damals noch geheißen haben, und Arthouse, beziehungsweise als britisches Steelbook hier in der absoluten Standard-Edition halt auf DVD. Und ein Film, der eben bereits im Mystery-Unboxing von Ned Yggdrasil als ein wirklich fantastischer Doku-Film bezeichnet wurde, Erwin Wagenhofer, kennt man ja auch als wirklich großartigen Regisseur für solche Sachen. Let's Make Money, ein wirklich kultiger ist in dem Fall wahrscheinlich das falsche Wort, aber ein wirklich renommierter Regisseur, ein wirklich renommierter Film, der hier veröffentlicht wurde. We Feed the World habe ich damals sogar eben auch im Kino gesehen von ihm. Den fand ich damals wirklich ganz, ganz furchtbar. Aber ich meine, damals war noch ein Schulausflug, lustigerweise, der We Feed the World, und konnte natürlich noch irgendwie recht wenig anfangen, weil ich meiner Meinung nach noch einfach zu jung war dafür. Absolutes Meisterwerk The Machinist mit Christian Bale, ein wirklich großartiger Film, der hier gedreht wurde. Einer wirklich, wo Christian Bale wieder mal sein großartiges Talent der Misshandlung seines eigenen Körpers zur Schau gestellt hat, wie er eben für diese Rolle wirklich wahnsinnig viel abgenommen hat. Unfreaking fasslich. Und wir kommen ein bisschen zur Fußballpartie. Ich meine, ganz ehrlich, wenn das der Chef-Hooligan und der Obergangster ist, dann habe ich ehrlich gesagt keine Angst davor, dass mich die irgendwie Messer machen oder sonst irgendwie vermöbeln und ich daran draufgehe. Ich glaube, ich sterbe alleine vor Lachen, wenn der kleine Lackel mit seinen Hosenträgern aller Steve Urkel von mir kommt und sagt, oh, this is England, sage ich, no, this is deppert, und das war's. Auf jeden Fall ist das tatsächlich so ein klassisches Photoshop-Cover, das natürlich nicht meinem persönlichen Geschmack entspricht, aber alleine aufgrund dieser Tatsache irgendwie eigentlich auch schon fast putzig ist, muss man in dem Fall sagen. Schön, das ist ja tatsächlich etwas, was ich am meisten vermisse jetzt in dieser neuen Ära der Wendecover, dass es halt eben bei den ganzen Standardveröffentlichungen keinerlei Innendesigns mehr geben kann, weil halt diese Fläche nicht mehr für irgendein neues. Und wenn es nur eine Kapitelliste, was trotzdem, ich meine, auch das könnte ich euch fragen an der Stelle, hat irgendjemand von euch tatsächlich schon einmal wirklich mit einer Kapitelliste gearbeitet und versucht herauszufinden, welche Szene ist das jetzt, wie heißt die denn in der Kapitelliste oder darin geschmökert, was in irgendeinem Film jemals passiert ist, oder halt trotzdem einfach nur die Kapitel von einer DVD praktisch dazu verwendet, um schneller vorspulen zu können, wenn man halt eben wirklich zu einer ganz bestimmten Szene möchte. Da Falling Down mit Michael Douglas sicher einer der besten Filme, die er in seiner langen und wirklich coolen Karriere gemacht hat. Ein Film, den ich eben nur als amerikanische Blu-ray in der Sammlung habe, wenn mich nicht alles täuscht, eben ohne deutschen Ton mit auf der Disc, weswegen die DVD zumindest einmal für die deutsche Synchro auch eine coole Sache ist. Absolutes Meisterwerk von Guillermo del Toro und Wasserschaden. Hier noch an der Stelle, da habe ich ja eben tatsächlich in einem absolut großartigen Mystery-Paket von einem Zuschauer die von mir seit langem, langem, langem erhoffte und ersehnte Deluxe Edition als Leder-Digipack bekommen. Das war wirklich eine der großartigsten Sachen, die ich jemals aus einem Mystery-Paketchen geholt habe, aber da zumindest als Backup-Hammer noch ein bisschen was dabei. Der Räuber ist eben eine weitere österreichische Filmproduktion, die ich da jetzt in der Sammlung neu habe, von der ich aber bislang ebenfalls noch nichts gehört habe und gar nichts wusste, weswegen ich durchaus gespannt bin, was da auf mich warten würde. Gomorra
Ist hingegen ein Film eben über die italienische Mafia, wo man aber auch sagen muss, dass das Cover Artwork jetzt eigentlich, kann man sagen, jetzt nicht unbedingt durch seine subtile Darstellung auf sich aufmerksam macht, aber dafür, dass es so reißerisch ist, mich persönlich jetzt dann doch auch nicht wirklich sonderlich anspricht, aber als Thriller ein Film, der durchaus sehenswert sein könnte. Der nächste, den ich da auspacke, ist, glaube ich, ein Film, über den ich nicht mehr wirklich viel sagen soll, vor allem ganz ehrlich, in der Geschwindigkeit, in der ich normalerweise in diesen Sammlungsupdates spreche, könnte man ja fast meinen, dass Jason Statham in diesem Film auf Valium unterwegs ist. Aber auch hier in einer auch interessant innen gestalteten Version mit quasi einer Hälfte vom Innendesign, die noch dem Film Crank gewidmet ist, und der anderen Hälfte mit Werbung zu anderen Actionfilmen. Ihr kennt ja die bekannten Actionfilme, die purpurnen Flüsse und das Imperium der Wölfe. Wirklich Adrenalin getränkte Filme voller Explosionen, voller Autoverfolgungsjagden, Flugzeugabstürze und so weiter und so fort. Apropos Kultfilm, da haben wir natürlich eines der größten Kultmeisterwerke, die es gibt, der Big Lebowski. Immer ein Film, der als Kultfilm absolut verehrt wird und hier sehr schön eigentlich zeigt. Ich liebe diese Discs mit verschiedenen Altersfreigaben aus verschiedenen Ländern, weil ganz einfach da so deutlich wird, wieso Altersfreigaben eigentlich ein sehr, 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 sehr seltsames Konzept sind. Wenn nämlich derselbe Film in derselben Fassung in einem Land ab 12 ist und in einem anderen Land dann ab 18, fragt man sich natürlich schon, okay, was hat das eigentlich für einen Sinn? Ich meine, da muss man natürlich dazu sagen, hat die BBFC und die IFCO in diesem Fall aufgrund ihrer Struktur natürlich deutlich mehr Vorzeigecharakter, ist deutlich mehr nachvollziehbar als das, was die FSK teilweise abliefert. Aber ich denke mir, wenn es so weit geht, dass es, ich glaube, tatsächlich einen Film gibt, Erin Brockovich zum Beispiel ist auch in Deutschland ab 6 und in England ab 15, wo man sagen muss, irgendwie sind diese Unterschiede dann teilweise so groß, dass man sich fast schon nicht mehr auf quasi unterschiedliche Freigabekriterien schieben kann, sondern einfach nur mehr irgendwie komisch finden kann. Departed, immer noch eine meiner Lieblings-DVD-Veröffentlichungen, die ich in meiner eigenen Sammlung habe, weil ich ein großer Fan von beigelegten Drehbüchern bin und eben bei Departed im alten Zweidisc-DVD-Steelbook ist eben wirklich ein komplettes Drehbuch mit dabei, das ich damals gelesen habe, sogar nachdem ich den Film gesehen habe. Ein absolut faszinierender Film, der mir saugut gefallen hat, der unbedingt noch einmal in Bälde in die Sammlung wandern sollte. Hier mit Kids, ein Film von Larry Clark, den ich bislang noch weder gesehen noch in der Sammlung hatte. Definitiv was man da als Bereicherung ansehen kann. Vor allem eben noch in diesem ganz, ganz alten BMG Ufa-Spine-Design mit diesem einheitlichen roten Design. Das ist auch etwas, das mittlerweile ja schon seit Ewigkeiten der Vergangenheit angehört. Robert De Niro, Jodie Foster in Taxi Driver. Absolutes Meisterwerk von Martin Scorsese, das ich ja gemeinsam mit Robert sogar schon einmal parodiert habe, wie wir noch bei PlaySoccer versus Italophila waren. Auch hier eine Neuauflage im Echo Case. Gibt natürlich auch da schönere deutsche DVD-Auflagen, zumindest ohne das große FSK-Logo vorne drauf. Aber ich habe da jetzt dann noch eine DVD von City of Man, von den Produzenten von City of God, während ich City of God in irgendeiner Version sogar im Steelbook habe, das alte Zavi-exklusive britische Blu-ray-Steelbook von dem Film, habe ich, glaube ich, von City of Man noch gar nichts in der eigenen Sammlung, habe eben auch den Film bislang noch nicht gesehen, von daher eine ganz nette Chance, hier auch mit einem coolen Innendesign das in die Sammlung aufzunehmen. Schlag zu ist natürlich ein absolut, absolut großartiger Werbesager für eine Umsetzung für ein Cover von Fight Club. Außerdem Spiele leben. Never heard of this before, aber das ist eben wahrscheinlich eben meinem generellen Unwissen über den österreichischen Film geschuldet, dass ich gar keine Ahnung habe, was es damit auf sich hat, aber zumindest die DVD-Veröffentlichung schaut doch irgendwie zumindest ganz ordentlich aus. Trainspotting ist da
Ein absolut kultiges Meisterwerk, ein Cover, das wirklich in seiner Schlichtheit kaum überboten werden kann, aber finde ich für den Film auch tatsächlich irgendwie passend ist. Habe ja davon sogar eines von den alten, ich glaube, Querstilbooks waren das, die Universal da zu einer kurzen Zeit gebracht hat. Das Disc-Design finde ich zum Beispiel absolut großartig hier von dieser DVD-Umsetzung und natürlich für jemanden, der ungefähr, sage ich jetzt einmal, eben in meinem Alter ist und halt nur ausgesuchte Filme auf DVD gekauft hat, ist es wenig überraschend, dass natürlich aus dem Schaffen von Quentin Tarantino einiges dabei ist, vor allem eben die Sachen, die vor einigen Jahren da veröffentlicht wurden. Inglourious Basterds ist ja ein recht cooler Film, der übrigens überraschenderweise sogar im deutschsprachigen Markt eine bisschen eine verlängerte Fassung bekommen hat und ein paar Kartenspielszenen mehr zeigt als die original amerikanische Kinofassung, ist ja quasi dasselbe System, das Tarantino damals gemacht hat bei Kill Bill, wo man aber die exklusive Fassung in Japan veröffentlicht hat, weil ja der Film eben quasi in erster Linie eine Hommage an die japanischen Filme mit Sonny Chiba und Co. sind. Aber wir haben hier einen Film, der natürlich mehr der deutschen Kultur und Geschichte gewidmet ist und deswegen auch in Deutschland eine exklusive Fassung, finde ich eigentlich von Quentin Tarantino eine recht coole Idee. Interessanterweise dann da bei der alten DVD von Fear and Loathing in Las Vegas auch dieses bekannte einfärbiges Bind-Design von BMG und Ufa, aber nicht einfach nur ein ausgeschriebener Filmtitel, sondern der mit dem Original-Logo, dafür natürlich eben auch dieses Backcover. Und ich finde es nach wie vor immer wieder geil, dass bei einigen von diesen DVDs, respektive eigentlich nur denen von BMG bzw. Sony, angegeben wurde, dass diese PS2-kompatibel sind. Ich weiß, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es irgendeinen Menschen gegeben hat, der auf einer DVD-Hülle danach gesucht hat, ist die jetzt mit meinem DVD-Spieler irgendwie kompatibel? Und wenn nicht PS2-kompatibel draufgestanden ist, das Ding dann nicht gekauft hat, das ist irgendwie seltsam. Eigentlich. Apropos seltsam, Shutter Island von Martin Scorsese, natürlich ein absolutes Thriller-Meisterwerk, obwohl ich tatsächlich dazu sagen muss, dass ich den großen Twist am Ende durchaus schon etwas früher kommen sehen habe, aber das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass es ein absolut brillanter, absolut spannender Thriller ist, großartig gespielt von Leonardo DiCaprio, ganz besonders erinnere ich mich da an die Szene mit Jackie Earle Haley in der Gefängniszelle, absolut großartig. Übrigens, Jackie, nachdem ich heute wahrscheinlich auf das Video noch nicht genug Shitstorm bekomme, sage ich das auch gleich noch dazu. Jackie Earle Haley, ein wirklich großartiger Freddy Krueger, und auch das Nightmare on Elm Street Remake, obwohl es wahrscheinlich einfach nur nicht das war, was sich die meisten Leute davon erhofft und erwünscht hatten, meiner Meinung nach eines der besseren Remakes, die wir in der damaligen Zeit bekommen haben, weil eben wirklich die Ideen und Grundsätze von dem Original von Wes Craven anders und irgendwie auch eigenständiger inszeniert und präsentiert wurden, was für mich eigentlich eine recht coole Sache war. Wir haben natürlich, auch das ist natürlich eine DVD, die wahrscheinlich in dieser Altersgruppe bei keinem einzigen, der sich ansatzweise für Filme interessiert, gefehlt hat. Die Simpsons, auch damals tatsächlich noch, ja, mit dem Flugblatt, mit der DVD, die großartig aussieht, wie ein angebissener Donut. Auch da übrigens ein Film, den ich im Kino gesehen habe, wo ich mir dann selber diese DVD zugelegt habe, statt der ebenfalls natürlich erhältlichen Blu-ray-Version, einfach weil das noch aus der guten alten Zeit war, wo ich nicht die Kohle hatte, um mir jeden Film in High Definition zu kaufen, die DVD einfach wesentlich billiger war und ich deswegen ganz einfach mit meinen jungen, unerfahrenen Fingern damals zur DVD gegriffen habe. Da kommen wir dann zu Hollywood Pictures. Ebenfalls eine interessante Geschichte. Damals eben diese ganzen Wir sind jetzt alle Disney-Labels, die mit einem recht coolen Design eigentlich immer aufgewartet haben. Das Einzige, was ich halt ein bisschen schade fand, ist, dass das Special Edition und dieser fette silberne Banner im Endeffekt natürlich dann auch wieder dem Cover Platz geraubt hat. Dafür mag ich die Spines, dafür mochte ich damals irgendwie auch so die Art, wie diese Backcover hier gestaltet sind. Das und in erster Linie, nein, bei der Blood-In-Blood-Out-DVD ist es nicht. Diese Innendesigns natürlich auch sehr, sehr klassisch, aber ich mochte das. Wo war das? Bei vielen eben von diesen alten Buena Vista-DVDs, wo im Innenring auf der Disc selber noch ein Hologramm abgedruckt war, quasi als Echtheitszertifikat. Also, Wahnsinn, dass Disney die DVDs besser schützt als manche Länder ihre Führerscheine. Aber
Das sah, finde ich, dann immer irgendwie relativ cool und relativ edel aus, von Serien wie Alias angefangen, über, ich weiß noch, bei Scary Movie 3, den ich immer noch absolut furchtbar fand, war das so. Aber egal, schauen wir mal weiter, was da noch auf uns wartet. Bei manchen Filmtiteln kann ich mich noch wirklich gut daran erinnern, wie es mir gegangen ist, als ich sie das erste Mal gehört habe. Einer flog über das Kuckucksnest. Beispielsweise war für mich so eine Art Biopic über den Erfinder der Flugzeuge oder Hubschrauber und damit nichts, was für mich jetzt besonders interessant ist. Nein, dass es dabei quasi über den zerebralen Kuckuck geht, über die Meise, die der ein oder andere vielleicht in seinem Schädel mit sich herumträgt, das ist etwas, das mir in diesem großartigen Meisterwerk von Miloš Forman erst später bewusst wurde. Natürlich, Jack Nicholson absolut großartig in diesem mehrfach Oscar-prämierten Film. Außerdem etliche phänomenale Nebendarsteller, die diesen Film, finde ich, wirklich zu einem absoluten Erlebnis machen und einem der wahrscheinlich spannendsten und vor allem eben wirklich bestest gespielten Film aller Zeiten hier vertreten in der DVD-Version, obwohl ich da natürlich auch schon eine Blu-ray in meiner Sammlung habe, auch von Barry Lyndon habe ich jetzt die DVD. Das ist aber wieder einer von diesen Stanley Kubrick-Filmen, der hier mit diesem, ja, nennen wir es mal Cover, erschienen ist, wo man sagt, okay, ja, passt. Also offensichtlich geht es in diesem Film um einen Cowboy, der nicht wirklich gut aufpassen kann und gerne in irgendwelche Rosenbeete tritt. Das kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen, dass das wirklich die Handlung von diesem Film ist, aber dafür dauert er zumindest 3 Stunden. Ein Film, den ich eben bislang auch noch nicht gesehen habe. Interessant eigentlich, dass man hier beim Hauptcover zumindest das einzige interessante Detail, oh, warte, der Buffen in der Hand, spannend, weggelassen hat, dass es ja offensichtlich wirklich nur um Leute geht, die in der Landesgartenschau des Platzes verwiesen werden. Wir kommen weiter zu einem anderen deutschen Film, der damals für sehr, sehr viel Aufsehen gesorgt hat aufgrund seiner Großartigkeit. Bader-Meinhof-Komplex hier produziert noch von dem leider schon verstorbenen Bernd Eichinger mit einigen der wirklich besten und bekanntesten deutschen Film- und Fernsehstars in den Hauptrollen hier in der DVD-Auswertung von Konstantin-Film. Erkennt man daran eine gute alte klassische Konstantin-Film-DVD, dass wir hier vorne ein fettes FSK-Logo auf dem Cover haben, aber kein Wendecover. Da war ja Konstantin-Film wirklich eines der letzten Labels, die irgendwann einmal wahrscheinlich auch komplett unwillig dem Druck nachgegeben haben und jetzt mittlerweile Wendecover anbieten. Sie haben sich ja wirklich ausdrücklich dagegen gewehrt. Sie haben sich ja auch ausdrücklich, ein Libro-Sticker, geil, ausdrücklich dagegen gewehrt, Filme wie eben die Wrong Turn-Reihe unterzulizenzieren an andere Labels, die dann vielleicht Uncut-Auflagen produzieren, weswegen ein Film wie Wrong Turn 2, ich glaube nach was waren's 15 Jahren oder irgendwie so, zum allerersten Mal dann dank Nameless in seiner ungeschnittenen Fassung hierzulande veröffentlicht werden durfte. Auch übrigens ein Film, der das Wort ungeschnitten lange Zeit nicht wirklich gut kannte. Ich erinnere mich noch an die großartige FSK 16 Version von From Dusk Till Dawn, bei der einfach der komplette Anfang gefehlt hat, wobei man aber eigentlich auch sagen muss, ich meine, so genial diese Anfangsszene in diesem Tankstellen-Restaurant, in diesem Tankstellen-Shop eigentlich ist, der Anfang, dass die beiden einfach am Anfang des Films rauskommen, das Ding explodiert und sich George Clooney bei Quentin Tarantino darüber beschwert, wie er da dauernd abgeht und eskaliert, das ist eigentlich auch ein ziemlich cooler Anfang für den Film, weil man halt eben einfach überhaupt nicht weiß, was passiert ist, aber natürlich mit der Szene ist es 1000-mal besser. Apropos 1000-mal besser, American Psycho ist ja auch ein absolutes Meisterwerk mit einem phänomenalen Christian Bale in der Hauptrolle. Eine große, großartige Literaturverfilmung, die wir hier haben. Spannend gemacht, großartig gespielt. Sicherlich einer der besten Filme seiner Zeit und einer, der natürlich in meiner Sammlung auch schon in einigen anderen Versionen steht. Aber wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann habe ich von diesem Film zwar das britische Steelbook in der Sammlung, aber keine der deutschen Mediabook oder sonst was Auflagen von Koch gekauft, weil mir die Cover einfach überhaupt nicht gefallen haben, sodass das mit Ausnahme, nein, stimmt nicht, einer alten TV-Movie-Fernsehedition das erste Mal ist, dass ich von dem Film irgendwas mit deutscher Synchro habe. Ein Film,
den ich vor Ewigkeiten einmal im Fernsehen gesehen habe, mit einem irgendwie sehr cool gezeichneten Cover-Artwork. Bowling for Columbine war eine wirklich gut gemachte Dokumentation eigentlich, die eben auch den Namen von Michael Moore wirklich gefestigt hat als einer der bösen, zynischen Doku-Filmmacher seiner Zeit und der dann das Ganze nachgefolgt hat mit unter anderem Fahrenheit 9/11 und anderen Dingen, die dann, glaube ich, danach niemanden mehr wirklich interessiert haben. Planet Terror, einer der besten Filme von Robert Rodriguez. Ich liebe ihn aber natürlich nicht in dieser Fassung. Selbst ganz ehrlich, wenn man kein großer Filmfan ist und sich die Filme eben rein als Entertainment-Produkt anschaut, müsste doch eigentlich ein großer Aufdruck, gekürzte Fassung, auf dem Frontcover irgendwie ein Alarmsignal sein, aber halt eines, das dann im Endeffekt doch scheinbar nicht bei allen landet, zumindest vielleicht hat man sich dann doch nachher, nach dem Anschauen über den Film, so geärgert, dass die Hülle durch den halben Raum geflogen ist. Nimm dieses! Aber natürlich, dass man hier kein Wendecover anbietet, das kann man dann natürlich auch durchaus nachvollziehen, weil selber schuld, wer sowas kauft. Wir machen weiter mit einer österreichischen Filmproduktion, einer der klassischen Brenner-Krimis Silentium, mit einem fantastischen Josef Harder hier. Ich weiß, meine Eltern haben damals zum Beispiel die ganzen Wolf-Haas-Bücher noch gelesen und ich habe damals tatsächlich auch hineingeschmökert in das ein oder andere Wolf. Ups, das ist natürlich immer wieder schön, wenn man eine komplette Sammlung aufkauft und dann macht man die Hülle auf und die Hülle ist leer. Tja, in diesem Fall ist es für mich tatsächlich nicht ganz so schlimm, weil den Film habe ich eh auch schon als Blu-ray-Version bei mir stehen. Aber was ich sagen wollte, Wolf Haas hat wirklich einen absolut großartigen Stil, seine Bücher zu schreiben. Etwas ganz, ganz Einzigartiges. Genauso einzigartig wie auch diese Cover von Warner sind, nur dass die halt einzigartig beschissen sind. Haben wir ja vorher schon bei 2001 A Space Odyssey ganz kurz darüber philosophiert, wie absolut unfasslich das eigentlich ist, wenn man ein Cover hat, dass das komplette Cover ausfüllen könnte, aber sich einfach bewusst dagegen entscheidet, das auch dann wirklich so zu machen. Dieses Mal aber tatsächlich mit einer DVD drin, eigentlich auch einem relativ coolen Diskdruck mit genau dieser Szene da drauf. Finde ich ziemlich cool. Außerdem geht's weiter wieder mit Christopher Nolan, The Dark Knight. Definitiv eine phänomenale Leistung von Heath Ledger als Joker. Auch ein Film, den ich damals im Kino gesehen habe. Natürlich eine absolute Tragödie, was damals dann mit Heath Ledger passiert ist. Aber ein phänomenaler Film, phänomenale Performances und natürlich ein Film, den man im besten Fall dann in Highest Definition sieht, aber halt hier als, ich sage jetzt einfach einmal, Backup-DVD. Aber ein Film, den ich noch nicht habe, von dem ich auch bis jetzt noch nichts gehört habe, der Fall des Lemming mit Roland Düringer, einem Kabarettisten, den ich eigentlich vor Jahren relativ geschätzt habe, aber jetzt in letzter Zeit eher nur seinen sagen wir mal Wahnsinn, immer wieder mitbekommen in einigen Interviews, allein wie er damals mit seiner Partei unterwegs war, das war schon irgendwie ein bisschen skurril, aber das ist man ja vom Düringer auch nicht anders gewohnt. Ist auch einer der Kabarettisten, die ich schon das ein oder andere Mal live gesehen habe, mich wirklich sehr, sehr amüsiert habe eigentlich bei seinen Programmen und hier eben die DVD zu der Fall des Lemming ist ja eben offensichtlich ein anderer Lemming als der damals den Arschtritt von Walt Disney bekommen hat, hoffentlich, weil sonst wird das ein Kurzfilm, oder eine Oscar-prämierte Dokumentation, je nachdem, wie man halt seine persönliche Meinung zum Thema Gewalt gegen Tiere auffasst. Wir haben da dann noch eine DVD zu der Falco-Doku von Thomas Roth, also quasi dem Biopic, lustigerweise eben eine DVD mit FSK freigegeben ab 14 Jahren. I call Bullshit on this. Was wir da haben, eine DVD, die ich damals tatsächlich eben auch für ein DVD-Review fürs DVD-Forum schon als Rezensionsmuster bekommen habe, die ich jetzt quasi dann doppelt in der Sammlung habe, wo ich mich aber eben erinnere, dass Manuel Rubey wirklich absolut großartig war als Falco und als Hans Hölzl. Ich habe dann da später auch noch das legendäre Donauinsel-Konzert vom Falco als DVD-Special Edition. Tatsächlich eine der Sachen, über die ich mich am meisten freue in diesem ganzen Paket. Weniger nach meinem persönlichen Geschmack, ich meine, abgesehen davon, dass man das die O's von Football angemalt hat wie Fußbälle, aber dann das O von Factories nicht, was ich ein bisschen
auch seltsam finden. Aber ja, die ganze Geschichte von Fußball und Hooligans und so weiter ist jetzt nicht unbedingt meins, was mich interessiert, aber interessant, dass sogar ein Label wie Kinowelt das dann damals veröffentlicht hat, sogar natürlich eben auch mit Wendecover und sogar offensichtlich teilweise so arg, dass das Ganze mit einer FSK-Freigabe ab 18 Jahren daherkommt. Vielleicht kennt irgendjemand von euch diese Serie und diese Folgen und kann mir ansatzweise erklären, was an diesem Material dann die Altersfreigabe ab 18 Jahren gerechtfertigt hat. Das würde mich echt interessieren. Weiter geht's ebenfalls mit einem Fußball- und Hooligan-Film, diesmal mit einem wirklich stilistisch ansprechenden Cover. Ich muss fast sagen, es erinnert mich fast so, als hätte dieses Cover ein gewisser Herr Banksy oder so gemacht. Was recht cool ist, was ich etwas seltsam finde, ist, dass man quasi den Titel einfach durchgestrichen hat, so quasi, ja, wir nennen es Hooligan Story. Na los, das ist ein Blödsinn. Okay, aber ich lasse es trotzdem im Cover. Ja, was du willst, das Cover muss fertig werden. Ist aber meiner Meinung nach vor allem eben in Unterstützung mit dieser roten DVD-Hülle eigentlich eine richtig coole Sache. Wir können dann auf dem Backcover, wo ist es wirklich dasselbe wie auf dem Frontcover, was wir hier auf den. Nein! Tatsächlich nicht! Das ist eine absolut geile Sache, dass obwohl dann auf dem Backcover dieser Abriss mit der Inhaltsangabe und den ganzen anderen technischen Details anfängt, dass wir hier eigentlich ein durchgehendes Bild über Frontcover, Spine und Backcover haben und sogar hier ein wirklich schön gemachtes Spine mit genau zwei Gesichtern, wundervoll getimed, wundervoll gemacht. Das ist wirklich optisch eine herausragende Veröffentlichung, die hier auch sogar mit einem kleinen Faltblatt drinnen noch daherkommt. Das finde ich eigentlich dann wirklich ziemlich schick. Bei manchen Filmen kann man aufgrund des Titels alleine eigentlich noch gar nicht erkennen, worum es eigentlich gehen soll. Beispielsweise haben wir hier einen Film namens Four Rooms. Da denke ich mir, ja, da möchte jemand ein bisschen für Göttern Schädel hauen, wenn er in ein Hotel geht und sich einfach gleich vier Zimmer bucht. Oder aber es ist eine Dokumentation über einen wirklich schlechten Autofahrer, der jedes Mal, wenn er sich hinters Steuer setzt, mindestens Four Rooms macht. Aber nein, wir haben hier einen absolut genialen Episodenfilm, der unter anderem tatsächlich von Quentin Tarantino und Robert Rodriguez gedreht wurde. Das Einzige, nachdem ich diesen Film tatsächlich bislang noch nie gesehen habe, obwohl er schon seit Ewigkeiten auf meiner Quentin Tarantino Wunschliste steht, ist die Tatsache, wieso diese etwas seltsame Formation der drei O's hier notwendig war. Ich weiß nicht, ist es irgendwie eine Art olympische Ringe für cinematografische Designanfänger? Ist es irgendwie was Schweinisches, was hier ein bisschen dann plattgedrückt wurde? Oder soll das Ganze vielleicht uns irgendwie das Logo der MPAA verballhornt zeigen? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich mich sehr freue, dass ich eben Four Rooms jetzt zum ersten Mal in meiner Sammlung habe. Ich bilde mir ja ein, dass ich damals irgendwann einmal versucht habe, mir den Film im Fernsehen aufzunehmen, aber damals unfähig war, den Rekorder richtig zu programmieren und einfach die Hälfte vom Film gefehlt hat. Auch etwas übrigens, was mir momentan wirklich überhaupt nicht mehr abgeht, mir Dinge vom Fernsehen aufzeichnen zu müssen und immer quasi am Anfang und am Ende von der Kassette irgendwie 30 Minuten mehr aufnehmen zu müssen, weil man ja sich auf das Fernsehprogramm nicht unbedingt verlassen hat können. Aber worauf man sich verlassen kann, ist Hugo Weaving, der in seiner Karriere eigentlich wirklich einige absolut geniale Filme gemacht hat und geniale Performances hingelegt hat, ganz besonders hier bei V for Vendetta mit einem eigentlich recht schicken DVD-Cover. Ich habe mir damals, wie der Film neu rausgekommen ist, auf DVD natürlich gleich die Special Edition im Steelbook gegönnt, habe mittlerweile auch schon eine 4K-Version als Ultra-HD-Blu-Ray von Titans of Cult in der Sammlung, aber tatsächlich so eine alte Single-DVD fehlt mir noch allein wegen dem Cover, ist das zumindest was Nettes fürs Archiv. Außerdem, wo wir gerade beim Thema was Nettes sind, da landen wir dann bei dem Film Ken Park. Ebenfalls, genauso wie Kids, ein Film von Larry Clark, der hier
in der Vermietversion vorliegt, damals veröffentlicht von Universum Film und Legend Film mit einer FSK-Freigabe ab 18, was aufgrund der Dinge, die man in diesem Film zu Gesicht bekommt, doch wirklich niemanden überraschen sollte. Mit aber einer wahnsinnig rudimentären Ausstattung, muss man sagen, einfach nur das DVD-Cover und sonst quasi nichts. Da gibt es ja auch bei Legend, glaube ich, ist es ja normalerweise dann üblich gewesen bei den Kauf-DVDs, dass es da zumindest irgendwelche Schuber oder sowas gibt. Aber ist egal, da ich den Film noch nicht habe und vielleicht einmal sehen möchte, durchaus interessant. Der dritte Mann übrigens ist für mich ein ganz besonderer Film, weil wer einmal in Wien zu Besuch ist, der kann tatsächlich eine dritte Mann-Tour machen, wo man von einem Führer in die Wiener Kanalisation geleitet wird und dort tatsächlich die Originaldrehorte von der dritte Mann nachverfolgen kann und anschauen kann, was wirklich absolut grauslich stinkt. Aber was finde ich wirklich eine extrem coole Erfahrung für mich war, ich habe das damals mit meinem Vater als Kind gemacht, hatte tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt den Film noch gar nicht gesehen, weiß aber noch, die wenigen Zuschauer, die ich aus Wien habe, werden das erkennen können, das wahrscheinlich in den Kommentaren dann auch noch einmal bestätigen. Bei uns gibt's für Schüler in der Grundschule das sogenannte Wiener Ferienspiel. Das ist quasi ein kleines Heftchen, wo man einfach verschiedene Dinge sieht, die man meistens gratis oder zu reduzierten Preisen machen kann mit seinen Kindern, wenn eben Ferienzeiten sind. Und über dieses Ferienspiel haben wir uns angemeldet für diese dritte Mann-Tour, die nämlich, wenn mich nicht alles täuscht, gar nicht einmal so billig ist, aber eben mit dem Ferienspiel entweder gratis oder zumindest deutlich verbilligt. Also, nachdem mein Vater derjenige war, den das wirklich interessiert hat und er mich dazu überreden konnte, waren wir dort. War eine wirklich geniale Erfahrung, einmal durch die Kanalisation von Wien zu gehen. Kleiner Tipp für diejenigen, die nach meiner Empfehlung das gerne machen wollen. Nehmt Schuhe mit, die ihr sowieso gerne weghauen wollen würdet, weil die fahren nachher dermaßen penetrant, dass es kaum mehr möglich ist. Die fahren ungefähr so sehr, wie dieses Cover fahren müsste, würde sich die Qualität des Designs in einer Geruchsnote äußern. Das, meiner Meinung nach, ist wirklich gestaltete Fäkalien par excellence, wo man sich echt fragt, gibt es nicht ein einziges ansatzweise brauchbares Covermotiv, das man hier für einen der wahrscheinlich größten Filmklassiker, die damals in Wien gedreht wurden, verwenden hätte können. Es ist eine komplett unscharfe Version vom Riesenrad, ein absolutes, wenn ich jetzt sage schwarz-weiß, ich weiß, ja, danke, dass es schwarz-weiß ist, aber wirklich ein weißes Gesicht und ein schwarzer Körper, ohne jegliche Durchzeichnung, ohne jegliche Maserung, Musterung von irgendeinem Gewand. Das ist in Wirklichkeit, wenn man diese Silhouette nicht irgendwie billig hineinkopiert hätte, wäre das ein fliegender Kopf, der offensichtlich vom auf dem Riesenrad herumeiert. Das ist wirklich, wirklich, wirklich hässlich. Aber und das ist ein Film, wo ich sowieso irgendwann einmal in absehbarer Zeit ein Upgrade dann auf Blu-ray machen muss, wo ich mich sowieso eigentlich ziemlich wundere, dass ich den Film noch nicht in irgendeiner Version in meiner eigenen Sammlung habe. Ich kann mich erinnern, wir haben damals, nachdem wir diese Tour gemacht haben, haben wir uns tatsächlich aus irgendeiner Bücherei die DVD ausgeborgt. Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob es nicht sogar diese Auflage war, um uns den Film anzuschauen. Ich war echt fasziniert. Alleine natürlich das absolut großartige Theme, die wahrscheinlich beste Verwendung einer Zither, die ich jemals gehört habe. Ein absolut ikonisches Theme, ein absolut großartiger Film und wie gesagt, wer in Wien ist, kann dazu auch wirklich was erleben. Außerdem ein absolutes Erlebnis, ein Film, den ich tatsächlich noch nie gesehen habe und ganz im Ernst auch nicht wirklich vorhabe, daran was zu ändern. Ich weiß, Full Metal Jacket von Stanley Kubrick ist einer der großen Klassiker des Antikriegsfilms, aber ich persönlich habe, wie soll ich es formulieren, ein dezentes Problem mit Autoritäten. Ich mag zwar mit und für andere Leute zu arbeiten, aber ich hasse diese Ich-Chef-Du-Nix-Einstellung. Und deswegen komme ich mit dem Militär, vor allem mit dem amerikanischen Militär, absolut überhaupt nicht zurecht. Es führt in meinem Körper zu einem tatsächlichen Cringe-Zusammenziehen, wenn irgendjemand in einem Film darauf pocht, dass er jetzt auf seiner Brust einen Stern mehr picken hat und deswegen muss irgendwer andere das Klo putzen, weil der damals, keine Ahnung, das Auto von irgendeinem Kommandanten putzt hat.
Das macht mich aggressiv und das geht so weit, dass wenn ich in einem Film höre, Sir, ja, Sir, muss ich abdrehen, weil ich halte es einfach psychisch nicht aus, diese militärische Diktaturstruktur. Das macht mich echt wahnsinnig. Wenn es irgendwelche Serien gibt wie Navy CIS, die damit gerne mal spielen, so zum Beispiel diese großartige Unterhaltung zwischen Gibbs und Abby, wo Abby irgendwas sagt, ja, und das habe ich gemacht, Sir. Und er so sagt nicht Sir zu mir. Okay, ja, habe ich gemacht, Ma'am. Das ist absolut großartig, wenn man das mit ein bisschen einer Persiflage dazu sieht, aber wenn das wirklich ernst genommen wird und dieser amerikanische Militärpatriotismus raushängt, dann kommt mir wirklich das Kotzen. Da halte ich es im Verhältnis dazu ja eigentlich sogar noch fast gut aus, wenn in irgendwelchen Michael Bay-Streifen dauernd demonstrativ die US-Flagge hin und her gewackelt wird und das Ganze mit diesen epischen Musikstücken untermalt wird. Auch da meldet sich quasi das Frühstück gerne mit einem kleinen Rückwärtsgang an, aber es kommt nie so weit, wie es eben bei solchen Sachen kommt. Und von daher, natürlich kenne ich die ganzen Szenen aus Full Metal Jacket, die man immer wieder gern auch im Internet als Meme mittlerweile eigentlich schon hat von Arlie Ermey, der ja wirklich absolut großartig spielt in diesem Film, in eben genau dieser Szene, auch übrigens wundervoll auf Österreichisch irgendwann einmal synchronisiert worden, findet man sicher auf YouTube. Aber ich kann es mir einfach wirklich nicht anschauen. Ich weiß, das werden jetzt einige von euch wahrscheinlich absolut lächerlich finden und sich denken, dass ich noch depperter bin, als sie es eigentlich eh schon gewusst haben. Aber nein, das ist wirklich irgendwie was, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das geht für mich nicht. Aber was für mich natürlich sehr wohl geht, das sind die absolut großartigen Quentin Tarantino-Klassiker. Auch hier natürlich in dieser gut sortierten Filmsammlung, muss man ja wirklich echt sagen, wenn man eine Sammlung quasi 70 Filme umfasst, dann hat jeder Film natürlich deutlich mehr Gewicht als in einer Sammlung mit 12.000 Stück, wo man sich natürlich alleine wegen Covern, alleine wegen Verpackungen, alleine wegen, ja, okay, irgendwas einmal reingestellt hat, aber da hat eben wirklich wahrscheinlich jede einzelne DVD auch zumindest ansatzweise eine Geschichte dahinter. Schön wäre es gewesen, und ich glaube, das gibt es sogar irgendwie, diese Edition wirklich als Digipack, als Leder Optik Mediabook, aber hier einfach eben nur als normales Keepcase mit aber zwei Discs. Ah, schade, auch hier nicht mit dem Hologramm-Innenring, über den wir vorher gesprochen haben, aber natürlich John Travolta auf der einen, Sam Jackson auf der anderen Seite, absolut wundervoll. Was ich übrigens immer gerne gemacht habe mit diesen Zweidisc-DVD-Hüllen, ich weiß nicht, hat das von euch auch wer gemacht? Ich habe die immer gerne umgedreht und hatte dann quasi beide Discs nebeneinander. Es gibt nur manche Hüllen, die dann nimmer gescheit zugehen, weil offensichtlich sich dann diese DVD-Halterungen ein bisschen überlagern und das Ganze ein bisschen ausbeulen, wo man natürlich aufpassen muss, dass dann nicht angefangen wird, irgendwie, dass die Discs gespannt sind. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wann ich das nächste Mal Zeit habe, mir Pulp Fiction anzuschauen. Ein absolutes Meisterwerk. Sicher einer der besten, wenn nicht sogar der beste Film, den Quentin Tarantino jemals gemacht hat. Sicher einer meiner Lieblingsfilme. Außerdem, wo wir von einem guten Film gesprochen haben, kommen wir jetzt zu einem wirklich absoluten Dreck. Ein Film, den ich wirklich ganz furchtbar fand, wie ich den das erste Mal gesehen habe. Und ich meine, ich weiß nicht, ihr könnt mir jetzt widersprechen, schreibt mir eure Meinung zu dem Film bitte unbedingt in die Kommentare, das würde mich echt interessieren. Aber für mich ist das ein wirklich grenzwertig bedenklicher Film, wo ich absolut fasziniert davon bin, dass der überhaupt eine Jugendfreigabe bekommen hat, dass der Film ab 16 Jahren ist, dass Leute wie Bradley Cooper und Robert De Niro in diesem Film mitspielen, denn meiner Meinung nach ist dieser Film eine absolut unverantwortliche Werbung für Drogenkonsum, dass es einfach clasht beim Anschauen. Weil ganz im Ernst, die Message von dem Film, und es steht ja auch quasi in der Inhaltsangabe direkt so für diejenigen, die da jetzt mitlesen wollen, Drogen nehmen ist in Ordnung, man darf halt nur nicht aufhören wollen damit. Bitte was? Das ist so ziemlich die Aussage von dem Film. Es gibt diese Designer-Droge, solange man die Droge nimmt, ist alles pipi-fein, geht's einem wirklich wunderbar, außer man kommt auf die Idee, man möchte damit aufhören. Gut, da frage ich mich aber unter den Voraussetzungen, warum
Will man das, aber dann wird es natürlich Arsch, weil dann mit den Entzugserscheinungen stirbt man einfach. Also wenn man das eh schon vorher weiß, warum fängt man dann überhaupt an? Und vor allem, wenn man das dann eh schon weiß, warum hört man dann überhaupt auf? Das Ganze macht keinen Sinn und ist meiner Meinung nach, ich meine, vielleicht interpretiere ich da wesentlich zu viel hinein. Ich habe damals irgendwann einmal, also noch zu meinen, ich glaube, fetten Jahren, ein ausführliches Review zu dem Film gemacht, weil ich so fassungslos war, nachdem ich den gesehen habe, dass mir da wirklich der Kragen geplatzt ist für diejenigen, die das Video nicht kennen. Vielleicht interessant, das noch einmal nachzuschauen und mir dann eben entweder recht zu geben oder das, was ich sage, natürlich in Grund und Boden zu stampfen. Beides in Ordnung, beides möglich. Aber für mich ist der Film unfasslich. Ich habe die das holländische Blu-ray-Steelbook schon davon in der Sammlung, aber auch in diesem Fall noch nichts mit deutscher Synchro. Wer weiß, vielleicht habe ich ja nur den Originalton damals falsch verstanden. Nein, glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber egal, schauen wir mal. Jetzt gibt es auf jeden Fall einen absoluten Wiener Klassiker. Na, erst, ich glaube, ein paar von euch sind komplett wo angerannt. Mein Film ist nicht deppert. Es hat deppert, es Trotteln. Bei einigen von euch Wachbirnen kennt man ja fast meinen, euer IQ ist noch niedriger als die Raumtemperatur. In einem geschissenen Iglu. Und jetzt war da, bevor ich da nicht lese, dass der 14 Dr. Schädel wogelt. Beziehungsweise, vielleicht höre ich kurz auf, so zu sprechen, bevor mir YouTube dieses Video noch als Hassrede sperrt. Ja, das schöne, elegante, gemütliche, wienerische. Das ist ja quasi was, das kennt man nicht nur durch meinen Akzent. In erster Linie kennt man das durch Mundel. Edmund Sackbauer, ein echter Wiener, geht nicht unter, hatte damals einfach die geilsten, besten und leiwandsten Sprüche. Der ORF hat aber, wie wir es natürlich kennen, meistens nicht die geilsten, besten und leiwandsten DVD-Veröffentlichungen, denn nachdem damals die Serie Mundel als DVD veröffentlicht wurde, machte sich natürlich sehr schnell unter den Fans von Herrn Sackbauer Unmut breit, denn einige Episoden liegen auf diesen DVDs nur in gekürzten Fassungen vor, weil man anstatt sich die Veröffentlichungsrechte in die VD-Form von einigen in diesen Folgen verwendeten Musikstücken geholt hat, hat man sie dann halt einfach wieder rausgeschnitten. Das ist natürlich ein gängiges Problem, das viele Fernsehserien haben. Für diejenigen, die genau schauen, auch bei den von Paramount veröffentlichten Serien steht quasi immer auch dabei, dass einige Folgen sich von ihren Original-TV-Ausstrahlungen unterscheiden können, in der Form, dass unterschiedliche Musik verwendet wird, was halt einfach daran liegt, dass man insbesondere zur damaligen Zeit, als der gute alte echte Wiener produziert wurde, man noch nicht an irgendwelche Heimkino-Veröffentlichungen, DVD-VHS-Auflagen oder sonst irgendetwas gedacht hat und natürlich die entsprechenden Musikrechte für eine Fernsehausstrahlung eingekauft hat, die allein aber dann für einen DVD-Release nicht ausreichen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte die Mundelfolgen nie auf DVD, bin mir auch ziemlich sicher, dass ich vielleicht mit der Ausnahme von 2 oder 3 davon niemals welche gesehen habe. Man kann es sich kaum vorstellen, weil man das im Fernsehen meistens irgendwie ein bisschen zu ordinär war und diese Leute einfach zu grauslich. Aber wenn ich jetzt quasi im Rahmen von einer einfachen Sammlungsauflösung ganz einfach und unkompliziert die komplette DVD-Reihe mit allen 3 Volumes quasi in meine Sammlung geschleudert bekomme, dann ist das natürlich etwas, das ich mit offenen Armen nehme. Ganz im Ernst, die österreichischen Filme und Beiträge in diesem riesigen Sammlungsauflösungspaket sind wirklich diejenigen, über die ich mich hier am meisten freue, weil während ich natürlich eben die ganzen großen internationalen Sachen von Tarantino und Co. bereits in vielen Versionen in meiner eigenen Sammlung habe, ist das ja tatsächlich eine absolute Bildungslücke und ich denke einmal, jeder österreichische Filmkritiker und YouTuber wird hier bestätigen können, dass das ein absolutes Pflichtprogramm ist und mehr oder weniger etwas, das man halt als österreichischer Film- und Serienfan besitzen muss. Aber genauso ein großer Kult, wie es Herr Sackbauer ist, gibt's
Noch einige andere natürlich in Österreich. Ich habe euch vor einiger Zeit bereits meine große ERV-Sammlung hier auf dem YouTube-Kanal gezeigt. Aber jetzt eben über die Sammlungsauflösung habe ich noch etwas bekommen, das meiner Meinung nach der ERV in Sachen Kult definitiv einmal um gar nichts nachsteht, wenn nicht sogar noch größer ist und etwas, über das ich mich wahnsinnig freue, weil das stammt tatsächlich schon seit einiger Zeit auf meiner Wunschliste. Über Falco braucht man, glaube ich, nicht mehr wahnsinnig viel sagen. Hans Hölzel ist wahrscheinlich der mit Abstand bekannteste, erfolgreichste und sicherlich auch einer der besten österreichischen Musiker, die jemals gelebt hat. Seine Lebensgeschichte ist aber dabei genauso bekannt wie seine Musik. Und da gab es in der Mitte der 90er Jahre ein absolut legendäres Konzert von Falco. Das große Donauinselfest hat ja schon seit einigen Jahren stattgefunden in Wien, außer halt im Jahr 2020 und 2021 aus nachvollziehbaren Gründen. Aber Falcos Konzert auf der Donauinsel war aus vielen verschiedenen Gründen ein ganz besonderes. Unter anderem deswegen, weil das Wetter eine absolute Katastrophe war, es in strömenden Regen stattgefunden hat und während dem Konzert sogar der Blitz in der Bühne eingeschlagen hat. Etwas, das Falco aber komplett wurscht war. Er hat einfach weitergespielt, während natürlich jeder andere mit normalen Menschenverstand das Konzert schon mehrmals abgebrochen hätte. Aber Falco, man kann natürlich ob seiner großen Drogenerfahrungen noch vielleicht anzweifeln, ob er das überhaupt mitbekommen hat, dass es geregnet hat oder der Blitz eingeschlagen hat oder da Leute waren oder Musik oder eine Donauinsel oder sonst irgendwas. Aber es war auf jeden Fall ein großartiges, kultiges Konzert, das ich vor Ewigkeiten irgendwann einmal im Fernsehen gesehen habe, aber mir in seiner DVD-Form irgendwann einmal gerne noch einmal angeschaut hätte. Und hier ist das Ganze eben in der Form einer DVD-Auflage, wenig überraschend, mit einem Bild von Falco auf dem Frontcover. Mehr ist in diesem Fall eigentlich tatsächlich nicht mehr zu sagen, weil ein Bild von Falco und drei Wörter auf dem Cover, das ist jetzt ehrlich gesagt nichts wahnsinnig Spannendes, über das man wahnsinnig lang berichten kann. Cool finde ich eher nur, wie eben diese Schriftzüge mit dieser silbernen Farbe gedruckt sind, die sich irgendwie ganz schön verändert und quasi fast bewegt, wenn man das Ding bewegt. Außerdem eben hier für diejenigen, die es interessiert, noch einmal die Tracklist von dem Konzert damals. Das Ganze sowohl auf CD als auch auf DVD und mit noch ein bisschen etwas Bonusmaterial auf der DVD. Aber was ich an diesem Release etwas schade finde, das ist ja tatsächlich was, was man bei einigen Veröffentlichungen ganz besonders aus dem Musikbereich wirklich hatte, ein Digipack ohne Schuber. Und meiner Meinung nach gehört ein Digipack zu einem Schuber mindestens genauso dringend wie die Butter zum Brot oder der Wein zum Spritzer. Das passt einfach gar nicht. Aber dafür, man sieht natürlich eben auch, wenn das Ganze nicht aus einem gepflegten Sammlerhaushalt kommt, dass der Zustand halt natürlich auch ein bisschen anders und dementsprechend ist. In dem Fall zum Beispiel fehlt bei meiner Auflage sogar das Booklet in der Mitte, weil ich gehe einmal davon aus, dass hier in dieser Booklet-Tasche eine sein hätte sollen, was ich eher schade finde. Aber wir können natürlich dann da auch noch einmal ganz kurz unter die Discs schauen, da ist eben wirklich nur von der DVD und von der CD die Rede. Aber wenn ich so einmal ganz schnell auf die Discs und Silberlinge selbst blicke, sind die eigentlich gar nicht einmal so schlecht erhalten, weswegen man sich ja im Endeffekt dann auch durchaus einmal freuen kann, vor allem eben, wie gesagt, zu dem günstigen Preis, den ich dafür bezahlt habe. Aber wir haben hier noch ein paar weitere Dinge zu entdecken in diesem Sammlungsupdate. Beispielsweise hier von Wild Bunch, damals veröffentlicht die beiden Teile von Che von Steven Soderbergh mit Benicio del Toro als Che Guevara. Das ist ja ein Zweiteiler, der in Amerika sogar von der renommierten Criterion Collection veröffentlicht wurde. Hierzulande hat sich dann eben Wild Bunch der Filme angenommen. Eine Sache, ich bilde mir ein, dass ich die amerikanische Criterion-Version sogar habe, aber gedreht eben auf Spanisch, das heißt von Criterion nur mit englischen Untertiteln veröffentlicht. Und nachdem ich wirklich jemand bin, der nicht wahnsinnig gerne Untertitel liest, ist es für mich dann schon praktischer für solche Dinge eine Synchro angeboten zu bekommen, obwohl natürlich im Fall die Bildqualität von der Criterion Blu-ray deutlich besser ist. Ein Film, wo ich allerdings jetzt schon weiß,
weiß, dass die Bildqualität nicht allzu berauschend ist, weil das war halt damals der Sinn und der Stil, aber Irreversibel ist natürlich ein absoluter Kultfilm, ein böses Machwerk, das jetzt eben gerade vor kurzem erst als Straight Cut neu aufgelegt und veröffentlicht wurde, aber hier natürlich in seiner klassischen Fassung vorliegt. In dem Fall ist der Film von Gaspar Noé ja hierzulande ungeschnitten erschienen von Alamode Film als eben Standard-DVD im Schuber, in diesem Fall hier mit einem alternativen Wendecover, zum Glück ohne das große FSK-Logo drauf, aber das ist dann quasi die Version, die da jetzt in meine Sammlung neu dazugekommen ist. Außerdem, das ist tatsächlich etwas, das ich jetzt mit dieser Sammlungsauflösung doppelt habe. Wir werden irgendwann einmal, wenn ich die Zeit habe und noch einmal meine großen Sammlungs-Overviews weitermachen kann hier, dann dieses Steelbook auch noch einmal ausführlicher vorstellen und uns ausführlicher damit beschäftigen. Ich mache das jetzt hier im Fall relativ kurz, weil mein Exemplar, wahrscheinlich wird das wenige überraschen, doch etwas besser erhalten ist als das. Aber man kann natürlich ein paar Dinge, möchte ich schon gleich einmal an der Stelle ansprechen. Man merkt halt einfach, das ist damals ein DVD-Steelbook. Das war noch wesentlich massiver. Man sieht alleine eben hier, wie noch dieses Steelbook zusammengehalten wurde von quasi einer Art Scharnier, das mit einem Stück Metall verstärkt ist und so weiter und so fort. Das sieht doch einfach großartig aus. Das ist viel besser, viel stabiler, viel schwerer als das, was man heutzutage auf in den Blu-ray-Steelbooks bekommt. Und da finde ich irgendwie geil, dass man mit diesem halbtransparenten Hintergrund auf den Discs gearbeitet hat, sodass sich da eigentlich fast ein dezenter, gemütlicher 3D-Effekt einstellt beim Bewegen der Disc. Das finde ich cool. Außerdem ein Film ebenfalls, den ich bereits in mehreren Versionen in meiner Sammlung habe, aber ein Film, der eigentlich wirklich cool war, ist Bruce Willis und Richard Gere in dem Remake von The Jackal. Was ich recht cool finde, hier als limitierte Edition in so einem Metallschuber, was, man muss wirklich sagen, so ziemlich die furchtbarste Sonderverpackung ist, die jemals erfunden wurde, rein eben aufgrund dessen, dass man dieses Metall natürlich irgendwie verschließen muss und dass man da natürlich dann hier extrem scharfe und harte Kanten erzeugt hat, die alles wirklich gnadenlos abschmirgeln, was sich in einem Regal auch nur ansatzweise in der Nähe von diesem Ding aufhält. Also man kann diese Hülle quasi nicht einmal vorbeitragen an irgendeinem anderen Release, ohne dass der bereits die ersten Kratzer davon getragen hat. Dafür hatte Concorde damals etwas, was ich irgendwie interessant fand, so diese silbernen Rahmen um die Cover, was einerseits natürlich irgendwie ganz schick war, weil es ein bisschen geglänzt hat. Die diebische Elster in mir hat sich gefreut, vor allem wenn dann eben auch der Filmtitel mit diesem silbernen Druck erstrahlt, aber andererseits ist es natürlich auch wieder mal nur eine Methode, dass das Cover dann nicht das ganze Cover ausfüllt, was mir ja persönlich nie besonders gut gefallen hat, aber in dem Fall ist ja sogar ein kleines Faltblättchen dabei, wo man hinten auch die Kapitelübersicht bekommt und dann eben in der Mitte ein paar Werbetexte. Das finde ich natürlich toll, die Werbetexte hier im Booklet von dieser Veröffentlichung sind meiner Meinung nach am allersinnvollsten, weil für wen macht man Werbung für einen Film, wenn nicht für denjenigen, der ja eh schon gekauft hat. Das ist wirklich absolut doof. Dafür hier drinnen noch ein bisschen Werbung zu anderen Titeln. Was ich ebenfalls sehr, sehr cool finde, ist die Tatsache, dass man hier sogar auf der Disc mit diesem silbernen Dings gearbeitet hat, indem man halt einfach diesen Teil von der Disc nicht bedruckt hat. Absolut clever und cool. Ebenfalls ein Ding, das wir uns da jetzt nur kurz anschauen wollen, weil ich nehme mal an, es ist auch nicht ganz vollständig und ist auch etwas, das ich in meiner eigenen Sammlung ebenfalls habe. Das ist das wunderschöne Digipack von Lord of the Rings
Teil 3. Haha, ich hatte fast damit gerechnet, dass auch in dem Fall das Booklet fehlt. Aber ganz kurz können wir uns das eben noch einmal anschauen. Wirklich, das war damals noch die Zeit, als sich Major Labels wie Warner wirklich unfasslich viel Mühe bei ihren Heimkino-Veröffentlichungen gegeben haben. Das ist eine wunderschöne Box mit wunderschönen Zeichnungen, sowohl im Digipack als auch auf den einzelnen Discs. Das ist einfach nur großartig. Und das wäre natürlich etwas, was ich heutzutage auch wieder ganz gerne hätte, denn im Jahr 2020 und 2021 muss man ja eben quasi bei den großen Majors schon wirklich vor Freude aufspringen, wenn sie sich dazu erbarmen, einen aktuellen Film einmal überhaupt noch als physischen Release zu veröffentlichen, beziehungsweise uns liebevoll gestaltete Steelbooks anbieten. Auch da kommt das Ganze ja meistens einfach nur auf irgendeine 0815 Design-Grütze, die der fünfjährige Cover-Azubi irgendwo in einem dreiminütigen Paint-Crash-Kurs gelernt hat. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt meine Vorstellung von einem großartig gemachten Release, aber damals hat man eben bei den Herr der Ringe-Veröffentlichungen noch wirklich sowohl bei der Erstellung vom Bonusmaterial als auch eben generell bei der Verpackung sich wirklich unglaublich bemüht und wirklich, wirklich tolle Sachen gemacht. Aber es gibt auch einige Reihen, deren Existenz sich persönlich fast irgendwie ein bisschen komisch findet. Jeder Filmfan hat sie, die eigenen persönlichen großen Kinomomente. Für mich beispielsweise immer der, wenn ich einen Kredit aufnehmen muss, um mir begleitend zum Film dann ein paar Popcorn beziehungsweise ein paar Schluck Cola leisten zu können. Etwas, über das ich aber glücklicherweise schon seit langem hinaus bin, weil ich Salz hasse und auch dieses bickerte Zuckergeschloder nicht wirklich runterbringt. Danke! Aber es gibt vielleicht auch diese filmbegleitenden Momente. Ich erinnere mich beispielsweise noch, als bei uns der allererste Lord of the Rings Film im Kino gestartet ist. Davor kam ein Trailer zu Solaris mit George Clooney und die Werbetagline in diesem Trailer war etwas seltsam. Es ging: Da draußen ist etwas. Und ich so zu meinen Freunden so: Dann lassen wir's halt rein. Für das die Welt noch nicht bereit ist. Gut, dann soll's vielleicht eher draußen bleiben. Das war tatsächlich ein Witz, der so großartig war, Spoiler, nein, war er nicht, dass ich ihn mir nach fast 20 Jahren immer noch gemerkt habe. Ich sollte ganz dringend ein Leben bekommen. Naja, auf jeden Fall, jeder hat seine großen Kinomomente und ich glaube aber, dass die vom Kulturspiegel bzw. Universum Film gestartete Reihe große Kinomomente jetzt nicht unbedingt darauf abzielt, dass irgendwelche übermäßig intonierten YouTuber ihre persönlichen Popcorn-Stories in die Kamera rotzen. Nein, da geht's schon eher um die Filme. Und in meinem Fall habe ich jetzt in meiner Sammlung 4 Stück aus dieser Reihe große Kinomomente, die ich jetzt mehr oder weniger gleich gemeinsam vorstellen möchte, weil so speziell sind diese Dinge nicht, dass man sie einzeln hier dann noch einmal auf dem Kanal reviewen muss, obwohl es bitteschön über 120 davon gibt. Dieses aktuelle Sammlungsupdate ist wirklich mein allererster Berührungspunkt mit dieser Reihe. Vorher wusste ich nicht einmal ansatzweise, dass es diese Dinge gibt, aber offensichtlich gibt's zumindest über 120 davon. Wer weiß, vielleicht finden wir irgendwo eine Liste, aber schauen wir uns mal das Design an. Das ist unfasslich hässlich. Das ist, also ganz ehrlich, so ziemlich eines der hässlichsten Designs, die ich jemals gesehen habe für jegliche Reihe oder DVD-Veröffentlichung, weil aus welchem Grund ein einfacher blauer Fleck, ein blaues Viereck größer ist hier auf dem Frontcover als das eigentliche Cover-Artwork. Das verstehe ich nicht. Außerdem finde ich es irgendwie etwas zweifelhaft, dass es ja nicht wirklich ein Cover-Artwork ist, sondern eigentlich nichts anderes als ein Standbild aus dem Film. Das ist ein Screenshot und kein Cover-Design. Das Einzige, was ich aber ganz in Ordnung finde, ist, wie sich dann quasi dieser blaue Fleck über den Spine of the Backcover fortsetzt, da das Spine Design mit diesem halb geteilten Ding und diesem standardmäßigen Schriftzug ist eigentlich ganz in Ordnung. Dafür gibt's dann eben auf dem Backcover noch ein paar Informationen zum Film, so wie sich's gehört. Und drinnen, und das wird jetzt wahrscheinlich etwas sein, das für einige interessant sein könnte, ist nämlich neben der DVD, weil es sich um eine DVD-Reihe handelt, auch noch ein kleines
Booklet dabei, weil eben der Film und diese Reihe vom Kulturspiegel präsentiert wird, haben die hier auch einen Booklet-Text beigesteuert und da können wir ja mal durchblättern und zumindest einmal uns einen Überblick verschaffen, was wir da drinnen finden. Einerseits eben ein paar Produktionsnotizen zum Film und mit ein paar meine ich wirklich nicht wahnsinnig viele, weil es dann insgesamt 11 Seiten Booklet. Die 12. Seite ist ja quasi da schon festgeklebt. Nein, stattdessen sind sogar von den 11 Seiten noch 2 Stück dafür verbraucht, um eine komplette Liste von allen Filmen, die in dieser Reihe erschienen sind, dargestellt wird. Wirklich alles großartige Filme, aber jetzt, also sagen wir so, an Haxen ausgerissen hat sie bei der Reihe niemand, oder? Können da natürlich noch schauen, The Road to Guantanamo von Michael Winterbottom und Matt Whitecross ist ebenfalls hier eine Doku in diesem Fall, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, oder? Keine Ahnung, man merkt, ich habe keine Ahnung von diesen Filmen, weil das ist eben genau das, ich warte nur darauf, dass Movie Madness wieder kommt und mich in den Kommentaren haut, als jemand, der quasi hier einen YouTube-Kanal über Filme hat, aber genau von den Filmen, die gut sind, dann in Wirklichkeit überhaupt keine Ahnung. Außerdem, wo wir gerade darüber noch geredet haben, dass wir hier ein relativ knappes Booklet haben, auch hier wieder einen kurzen Text vom Kulturspiegel, dieses Mal dann noch ein Interview mit einem der Regisseure auf den ersten Seiten und last but not least natürlich gibt's dann zum Schluss wieder die Liste mit den ersten 50 Filmen. Ist jetzt auch nicht so sonderlich spannend, aber ich warte nur drauf. Ja, jetzt ist es soweit. Ich bin bei der Nummer 123 mit dem Film Die Tür. Man merkt übrigens, dass bei einem Cover mit einer derartigen Großartigkeit nicht einmal das große fette FSK-Logo vorne drauf auch nur ansatzweise stören kann, um dieses designtechnische Meisterwerk ansatzweise zu zerstören. Aber man merkt natürlich, dass jetzt das, was früher noch gemütlich möglich war, hier dieses durchgehende Design, dann bei den späteren Teilen komplett ad absurdum geführt wurde, weil der Teil nach unten geschoben wurde, wäre ja auch wirklich komisch, wenn man mehr oder weniger 30% von der tatsächlichen Cover-Design-Bahnfläche für einen wirklichen Screenshot aus dem Film verwendet und von dem dann die Hälfte mit dem fetten FSK-Logo verflatscht. Also hat man bei dieser Reihe auch wieder ein bisschen ausweichen müssen, um das Design quasi komplett zu schreddern. Dafür haben wir da auf dem Backcover dann auch wieder ein paar Informationen rund um den ja, bei Sammlungsauflösungen kann einem so ziemlich alles passieren, von Spinnweben in DVD-Hüllen bis hin zu einfach leeren DVD-Hüllen. Das ist eigentlich eher ärgerlich, weil das ist, glaube ich, von den Filmen, die ich da jetzt in der Reihe habe, tatsächlich der mich am meisten interessiert hat. Wir haben auch in dem Fall wieder ein Interview mit dem Regisseur dabei, aber was mich eben interessiert ist, wie viel Platz hat dieses Mal die Liste mit den Filmen? Ach, auch in diesem Fall nur 2 Seiten, die man dafür verwendet hat und ab der Nummer 101 hat man sich sogar dazu entschlossen, die Reihe auch auf Blu-ray weiterzuführen, was ich ganz interessant finde. 125 waren das. Also ganz ehrlich, man muss schon sagen, wenn man dann eine entsprechende Menge von diesen Dingen hat, schauen sie trotzdem nicht besonders gut aus, weil es sind immer noch relativ hässliche, vor allem schief produzierte Mediabooks, wo teilweise die Disc fehlt. Na gut, das ist natürlich nicht die Schuld der Hersteller. Damals noch die alte Version mit dem Bild von Adrian Brody unten. Wir haben das fortgesetzte Motiv mit dann eben auf dem Backcover ein paar Informationen rund um den Film Der Pianist. Aber das Einzige, was mir ehrlich gesagt ein bisschen ganz gut gefällt, ist, dass wir das Bild vom österreichischen Finanzminister, glaube ich, da auch noch auf der Disc haben. Aber dass dieses Design, das hier auf dem Frontcover eben vorherrscht, auch auf die Discs fortgesetzt wird, so auf der Disc an sich gefällt es mir.
Das Innendesign ist ja wirklich an Klischee kaum zu überbieten mit diesem primitiven Clipart von einer Filmklappe. Das ist ja wirklich, wirklich, wirklich absolut unfasslich. Auch in diesem Fall, ach, gibt es einen Auszug aus der Pressekonferenz im Booklet. Das ist ja quasi wirklich, also wenn man als Zeitung eine Reihe mit Filmen veröffentlicht, dann hätte man sich doch eigentlich denken können, dass man sich dort mehr Mühe gibt. Gibt, vor allem eben bei der Aufbereitung und bei der journalistischen Präsentation dieser Filme, weil das ist eigentlich doch so ziemlich quasi der Veröffentlichungsbodensatz, den man hier hat. Es ist für mich wirklich schwer, mir das vorzustellen, aber mittlerweile ist Klein Zocki Filmsammler seit über 20 Jahren. Und gerade zu meinen Teenagerjahren war es natürlich nicht so, dass das Geld auf Bäumen gewachsen ist und regelmäßig auf meinem Konto gelandet. Nein, da war mein Budget für den monatlichen Filmkauf natürlich deutlich stärker eingeschränkt. Und das war aber interessanterweise auch genau die Zeit, wo ein anderes Konzept gerade groß rauskam, nämlich das der Magazin-DVDs. Einige von euch kennen das wahrscheinlich noch, dass man beispielsweise mit Zeitschriften wie der Audio-Video-Fotobild, wie der Widescreen, der SFT und dann später sogar der TV-Movie immer einen runden Silberling mit einem kompletten Film mitgeliefert bekommen hat. Das waren am Anfang auch tatsächlich immer ungeschnittene Filme und auch wirklich gute Filme, die man aber zu verhältnismäßig günstigen Preisen bekommen hat. Eben für einen reduzierten Beitrag hatte man zwar dann nur die deutsche Tonspur meistens mit auf der Disc, aber Klein Zocki war das egal, denn die Filmsammlung konnte wachsen. Und dann kam aber plötzlich ein ganz anderes System auf den Markt, nämlich dass Zeitungen und Zeitschriften anfangen, eigene Filmreihen zu kuratieren. Und da ist die Cinemathek der Süddeutschen Zeitung tatsächlich die erste Reihe, die mir irgendwie bekannt ist bzw. in Erinnerung geblieben ist. Hier wird quasi in einem einheitlichen Design ausgewählt von einer Zeitschrift, Zeitung bzw. Redaktion ein Filmsortiment veröffentlicht. Aber ganz im Gegensatz zu diesen normalen Magazin-DVDs nicht wirklich billiger. Also ganz ehrlich, die Existenz einer Süddeutschen Zeitung, Cinemathek oder ähnlicher Reihen erschließt sich mir einfach überhaupt nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, wieso man eine derartige Reihe einer Sammlung von ganz normalen DVDs vorzieht. Aber ich möchte euch an der Stelle auch einmal ganz kurz mitnehmen, nachdem ich jetzt gerade die Cinemathek-Veröffentlichung von Uhrwerk Orange vor mir habe, auf tatsächlich meine persönliche komplette Süddeutsche Zeitung Cinemathek. Ah ja, vergessen. Da, genau. Das ist sie. Aber womit ich anfangen möchte, was ich tatsächlich wirklich interessant fand, früher, irgendwo, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich dieses Ding damals bekommen habe, als quasi Prequel und Preview für diese Reihe wurde ein Teaser veröffentlicht, der mehr oder weniger im Design von dieser Reihe zwar grundsätzlich gehalten war, aber eine deutlich abgespeckte Version. Wer eben von dem Film Der Leopard ebenfalls die Vollversion haben will, der musste sie dann, well, kaufen. Aber das war quasi der Teaser, der uns bereits auch bei dieser Reihe schon gezeigt hat, ja, wir bekommen einen Screenshot als Cover und what the fuck is this? Ganz ehrlich, wir bekommen DVD-Hüllen, die absichtlich komplett in die Länge gezogen werden. Ja? Diese Dinge sind länger und höher als normale DVD-Hüllen und dafür aber einfach einen Großteil von diesem Cover auf mehr als 50% einfach nichts haben. Kein Design, keine Gestaltung, kein auch nur ansatzweise Dings mit einer Daseinsberechtigung. Wir können jetzt übrigens einmal uns diese Demo-Disc hier quasi anschauen, denn dabei handelt es sich eben nicht um die standardmäßige Veröffentlichung, sondern wir bekommen hier etwas Werbung für diese Reihe eigentlich immer nur zum Beispiel ganz tolle Features, sodass jede DVD mit einem Auswahlmenü und Trailer zur Süddeutschen Zeitung ist. Hier ist meine Kohle, bitte alles, nehmt alles. Liebevolles, hochwertig gestaltetes DVD-Booklet, auf das bin ich wahnsinnig gespannt.
Und es sind eben 50 Filme, die damals erschienen sind. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht auswendig, ob die Filme aus dieser Reihe, ob das noch fortgesetzt wurde, ob da noch mehr Dinge erschienen sind. Ich nehme mal an, ja. Aber wir können da jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen auf die Werbung schauen. Wir haben eben die 50 Filme, die ersten eben hier, wo man den Leoparden noch bekommen hat. Und hier bei Gesamtabnahme haben wir 343 Schilling pro, nein, warte mal, 343 Euro. Und genau, bei Einzelkauf 9,90 € pro DVD, unverbindliche Preisempfehlung, was doch eigentlich um nichts billiger ist, als diese Filme normal gekostet hätten. Aber wir haben jetzt eben hier natürlich bei dieser allerersten Preview- und Werbeaktion einerseits auf der rechten Seite dann die Liste von allen Filmen, andererseits dann eben auch hier, ein kompletter Überblick über die ganze Reihe. Ich meine, irgendwie ist es ja goldig, aber ich meine, dieses Farbspektrum hier ist auch irgendwie ein ganz, ganz kleines bisschen lächerlich und übertrieben. Und obwohl die DVD in diesem Fall wirklich nur auf so einen kleinen Punkt, der hier aufgeklebt ist, angebracht ist, hat meine das bis jetzt wirklich überlebt und ist nicht gesprungen oder sonst irgendwas. Aber das ist so mehr oder weniger die barebonesigste Art, wie man einen Film veröffentlichen kann. Ein interessantes Werbeprodukt eben dann für die komplette Reihe. Da habe ich jetzt eben schon seit Ewigkeiten den Film Der Partyschreck in meiner Sammlung. Das weiß ich noch, die DVD hat meine Mutter damals gekauft, einfach weil es damals keine andere Auflage bei dem Mediamarkt oder so, wo sie war, von dem Film gegeben hat. Ich meine, ich hätte natürlich lieber die Gold Edition, die zumindest in irgendeinem Schuber war, gehabt. Aber jetzt können wir mal schauen, was wir hier als hochwertiges SZ-Booklet haben. Da ist quasi ein bisschen eine Filmkritik slash Inhaltsangabe offensichtlich. Dann noch ein paar Making-of-Zeilen, Bilder aus dem Film und ja, das war's. Die 50 Lieblingsfilme quasi der Süddeutschen Zeitung Kinoredaktion, oder wie ich dazu sage, ist mir eigentlich wurscht. Außerdem haben wir dann hier die Disc. Das fand ich aber interessant, wie diese Disc-Halterung funktioniert hat. Die konnte man nämlich reindrücken und dann die Disc ganz einfach entnehmen. Kein Ring hier in der Mitte, der das Ganze irgendwie gespannt hat oder sonst was. Einfach quasi reinlegen, reindrücken, einrasten lassen. Machen wir es auf der Seite noch einmal. Einfach einrasten lassen und passt. Discs werden nicht gestreckt. Außerdem hier auch das noch gebrandet. Irgendwie, meiner Meinung nach, durchaus ein interessantes Ding hier, dieses Digipack, das bei mir aber in erster Linie ein bisschen eben aufgrund seiner Höhe und Länge damit im weitesten Sinne für Unverständnis sorgt. Wir können aber jetzt dann eben auch noch auf den von Stanley Kubrick inszenierten Uhrwerk Orange blicken, den ich da jetzt eben in meinem neuen Sammlungsupdate habe. Hier natürlich die Corova Milk Bar. Absolut phänomenale Performance von Malcolm McDowell, muss man unbedingt gesehen haben, den Film, aber halt vielleicht irgendwie eine etwas schönere DVD-Auswertung oder Blu-ray mittlerweile, von der es ja definitiv auch einige gibt. Hier genau gleich gestaltet wie eben die andere Version, Willi Winkler, der Redakteur. Ich meine, ich weiß, man macht normalerweise keine Witze über Namen, aber für mich klingt das wie ein Charakter aus einem Thomas Breziner Buch. Ein bisschen was über Stanley Kubrick, ein bisschen ein Hintergrund hinter allem, und natürlich dann hier auch noch unterhalb von der DVD wieder ein kleines Design. Auch hier eigentlich keine schlechte Sache, dass das Design, das unterhalb der Disc ist, auch das Design auf der Disc ist, sodass das Design hier fortgesetzt wird, was man halt aber nicht merkt, wenn quasi das komplette Design auf bzw. unter der Disc ist, und dann merkt man halt nicht wirklich, dass es da drüber dann weitergeht. Aber auch irgendwie eine interessante Reihe, finde ich, in ihrer nicht ganz so bare-bones-artigen Weise, fast eigentlich schöner als die großen Kinomomente, zumindest innen aufbereitet. Aber wie gesagt, dieses langgezogene Digipack mit großartigem Nichts eigentlich auf dem Cover ist überhaupt nicht mein Geschmack, und auch das für mich wahrscheinlich eine der hässlichsten und unnötigsten Veröffentlichungsreihen, die jemals erschienen sind. Seit Jahrzehnten werden Filme in vielen verschiedenen Formaten verpackt
Packungen und damit natürlich auch Größen veröffentlicht. Aber eines gibt's, auf das man sich eigentlich weitestgehend verlassen kann. Ein Format hat dabei eine Standardgröße. Ausnahmen sind natürlich irgendwelche Monsterboxen oder sonstiges, aber man kann beinahe fast davon ausgehen, dass so ziemlich jede Blu-ray-Version ungefähr dieses Format hat, jede DVD-Version ungefähr dieses Format. Aber Österreich ist auch in diesem Fall wieder etwas anders und hat sich bereits seit einigen Jahren dazu entschlossen, eher das Format zu verwenden, was man in Deutschland beispielsweise von der Süddeutschen Zeitung Cinemathek kennt. Für mich als jemanden, der nicht wirklich ganz groß dem deutschen und österreichischen Film zugewandt ist, habe bislang auch kaum welche davon in der Sammlung gehabt. Aber was ich persönlich extrem schätze, das ist Cabaret. Hier habe ich tatsächlich noch die Best of Cabaret Edition 1 bis 20 von einer Reihe, von der es mittlerweile auch übrigens wesentlich mehr Teile gibt. Aber das ist die Box, wo tatsächlich der Großteil noch original verpackt ist. Aber natürlich sind mittlerweile schon mehr verschiedene Programme in diesen Verpackungen erschienen. Darunter bereits einige auch von Monika Gruber. Und wir sind fast sicher schon über 150 Ausgaben in dieser Reihe drin. Aber halt eben auch andere Kabarettprogramme eben beispielsweise sind in diesem Format erschienen. Alle diese Dinge übrigens kommen von einem riesigen österreichischen Vertrieb und Film- bzw. Produktionsunternehmen namens Hornzl. Und Hornzl kennen wir auf diesem Kanal eigentlich als Mitverantwortliches des damaligen Dracula Mediabook Desasters, aber für den österreichischen Film ist das tatsächlich ein unglaublich wichtiges Unternehmen, das nämlich eben sich dafür verantwortlich zeigt, einerseits viele Kabarettprogramme überhaupt mitzuschneiden und zu veröffentlichen, aber auch für den österreichischen Film an sich irgendwo einen Platz übrig zu haben. Und das bringt mich hier zu der DVD-Reihe Der österreichische Film. Eine, die ich eben als jemand, der nicht wahnsinnig viel Zeit mit dem österreichischen Film verbringt, bis jetzt nie besessen habe, jetzt allerdings dann eben durch die Sammlungsauflösung ein bisschen was bekommen habe. Und man merkt eines schon relativ deutlich bei Hornzl, nämlich nicht nur bei ihren Kabarettveröffentlichungen, sondern eben hier auch bei den österreichischen Filmen setzt man auf eine einheitlich gestaltete Reihe und dabei meiner Meinung nach eigentlich auf einen relativ coolen Spine-Design. Das Einzige, was mich ein bisschen irritiert, ist die Tatsache, dass man hier ganz offensichtlich das irgendwie verkehrt rumgeschrieben und ich weiß nicht wieso, für mich gehört eigentlich so ein Titelschriftzug von oben nach unten. Aber lassen wir das, das ist eine absolute Kleinigkeit. Was ich persönlich aber ein klein wenig ärgerlich finde, wenn man hier die verschiedenen Editionen vergleicht, hat man offensichtlich hier bei den Spines nicht immer genau dieselbe Breite und Dicke, beziehungsweise hat generell Spines, die einfach viel zu breit sind für den Inhalt, den diese Discs liefern, was dann natürlich im Endeffekt dazu führt, dass, wenn man nicht wirklich ganz gut aufpasst auf die Teile, sich das Ganze einfach verformt, eingedrückt ist und dann nicht mehr schön aussieht im Regal. Da hat die Produktionsabteilung wieder mal nicht wahnsinnig sorgfältig gearbeitet. Aber was ich jetzt eben interessant finde bei dieser Reihe, übrigens, wo ich hier auch eine DVD aus dem Jahre, ich sehe es auf die, doch, 2011, das ist quasi die späteste, die ich habe, und schon damals gab es eine Nummer 183, also ich kann mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, wie weit diese Reihe jetzt vorangeschritten ist. Auch hier quasi ein Cover-Artwork, das aus verschiedenen Screenshots aus dem Film zusammengebastelt ist, aber was ich in diesem Fall eigentlich ganz cool finde, ist so diese rote Banderole, die um dieses Cover eben herumgeht und sowohl auf dem Frontcover eben anzutreffen ist, dann hier auf dem Spine, der meiner Meinung nach eben eigentlich wirklich schön gestaltet ist, bis auf das Backcover geht, wo man dann einfach in einem absoluten Standard-Design ein paar Informationen rund um diesen Film bekommt und dann nach dem Aufklappen im Inneren von dem Mediabook hier noch einmal Informationen zur Produktion hat, da dann tatsächlich eine Liste von den eben damals 200 veröffentlichten Titeln, ein absoluter Wahnsinn. Und es gibt wie eben auch bei der Süddeutschen Zeitung Cinemathek hier auf der linken Seite Informationen rund um den Film, diesmal eben
kommt das Ganze vom Standard, der hier als Kurator für diese Reihe zuständig ist, auch eine österreichische Tageszeitung in diesem Fall, und die Disc auch auf einer Halterung, genauso wie bei der Süddeutschen Zeitung Cinemathek, nur halt eben nicht gebrandet und mit einem anderen Verschlussmechanismus, sitzt aber ebenfalls eigentlich hier recht locker. Meiner Meinung nach, von der Aufmachung und Aufbereitung her, ist diese Digipack-Reihe durchaus in Ordnung. Das Einzige, das für mich persönlich halt in dem Fall ein bisschen abtörend ist, ist wieder mal dieses überdimensionale Format. Denn das Problem, das man halt einfach hat, ist, in ein normales Regal geht's nicht rein. Außer halt eben hier auf der oberen Seite von meinen Billy-Regalen, weil das Ganze halt ungefähr, sehe ich hier gerade, das Format ein bisschen kleiner ist als die klassischen IMC Redboxen, interessanterweise. Also ein bisschen ähnlich ein Format wie eine große Hardbox ist das Ganze. Naja, wir können aber in der Fall ein bisschen weiterschauen, welche Filme ich dann noch habe, und ein bisschen einen Vergleich ziehen. Hoppala. Durchaus staubige DVD, aber auf dem Backcover eben da dann die Informationen über diesen Film. Können wir ja jetzt im Schnelldurchlauf einmal eben durchschauen, was ich da in meiner Sammlung habe. Man sieht aber halt eben auch hier wieder das deutliche Vermessen. Man merkt halt eben offensichtlich, Genauigkeit ist definitiv kein Vorzug der Österreicher. Ach ja, natürlich, weil ich es vorher gesagt habe, dass es eine andere Halterung ist, haben wir dieses Mal genau dieselbe Halterung wie bei der Cinemathek, aber halt eben ohne das Cinemathek Branding. Ein paar Informationen eben auch in diesem Fall wieder vom Standard. Außerdem machen wir weiter mit Hundstage. Das ist mit Sicherheit einer der bekanntesten österreichischen Filme, war auch der sechste, der hier in der Reihe veröffentlicht wurde, also bereits beim allerersten Dings mit dabei. Interessanterweise hat mich auf mein Mystery Unboxing ein Zuschauer angeschrieben und gemeint, dass diese Szene in einer diese Fassung in einer Swingerclub-Szene angeblich um eine kurze Einstellung gekürzt sein soll, die aber in Deutschland enthalten ist, was aber laut OFDB nicht ganz korrekt ist, weil da sollen auch auf den österreichischen DVDs die Uncut-Fassungen drauf sein, aber im Kino damals beziehungsweise im Fernsehen wurde nicht die vollständige Fassung gezeigt. Ulrich Seidel übrigens, der Regisseur von Hundstage, ist einer, mit dem ich tatsächlich schon einmal ein kleines Interview geführt habe. Wer sich dafür interessiert, der kann das auf dem YouTube-Kanal vom DVD-Forum.at hoffentlich immer noch nachschauen. Außerdem, hallo Dienstmann, servus, der ist ungefähr so motiviert wie mein Postler normalerweise, der mir die Sachen bringen sollte, aber ist halt dann einfach nicht macht. Ein österreichischer Film von Franz Antl aus 1951, bist denn du Depper? Das ist echt ein Wahnsinn, wie alt das ist, aber da ist es natürlich dann eben super, wenn es Filme, Firmen wie Hoanzl gibt, die solche Dinge einfach erhalten und dafür sorgen, dass eben auch solche vergangenen Filmperlen aus Österreich irgendwann einmal auch in für spätere Generationen aufgehoben sind. Ganz besonders, da der erste von den klassischen Brenner-Krimis basierend auf Romanen von Wolf Haas, auch hier wieder ganz interessant, dieses FSK ab 14 Logo. Ich war damals, als mit dem Sammeln angefangen habe, wirklich extrem überrascht davon, dass es das auf der ein oder anderen DVD und österreichischen DVD eben gibt, und war tatsächlich der Meinung, dass es relativ lang auch ein FSK 14 gibt, was ich mich dann aber eben gewundert habe, dass ich das so selten gesehen habe irgendwo, bis ich dann halt einfach einmal draufgekommen bin, okay, ja, das FSK 14 ist einfach fucking Bullshit, ist eine Erfindung einer von österreichischen Labels, die da hier einfach ein falsches Freigabezeichen verwenden, weil, wie gesagt, weder diesen Paragraphen gibt es in Österreich, noch eine FSK gibt es in Österreich, eine Altersprüfung findet in Österreich eigentlich nicht statt, aber der Unterschied ist, bei uns macht das die BUPP, die sind aber eigentlich nur zuständig für Kinos. Übrigens Roland Thüringer hier in seinem natürlichen Auftreten ohne Verkleidung. Die sind aber eigentlich nur zuständig für die Kinos, und es ist wahr, dass es in Österreich im Kino eine Altersfreigabe ab 14 tatsächlich gibt. Aber nachdem wir keine eigenen Freigaben für die DVDs haben, gibt's
Gar nix. Da, und dieses FSK ab 14 ist einfach Bullshit. Aber, apropos Bullshit, in 3 Tagen bist du tot, 1 und 2 von Andreas Prochazka ist definitiv kein solcher, meiner Meinung nach ein wirklich absolut großartiger Film, der natürlich ganz, ganz offensichtlich von amerikanischen Slasher- und Genre-Klassikern borgt, aber das meiner Meinung nach auf eine wirklich coole Art und Weise macht und dabei echt spannend ist, einige coole Kills zeigt. Also das waren wirklich Filme, die mich sehr positiv überrascht haben. Im Vergleich dazu klingt, muss man sagen, das Weiße Rauschen jetzt nicht unbedingt nach einem Film, nach meinem Geschmack. Das Weiße Rauschen ist ja quasi eher das, was man sieht, wenn man damals noch den alten Skatstecker nicht gut genug reingesteckt hat. Aber wir bekommen natürlich auch da zu diesem Film ein paar Informationen und Details, diesmal sogar ein echtes FSK ab 12 Logo, ein Wahnsinn. Daniel Brühl offensichtlich in einer seiner früheren Rollen, für diejenigen, die ihn nicht erkannt haben, als ich gedacht habe, ach mal, den Typen kenne ich doch mittlerweile aus dem Marvel Cinematic Universe. Ja, so ist es. Außerdem, das natürlich eben einer der bekanntesten österreichischen Filme aller Zeiten. Auch hier Harder, Dorfer und viele, viele, viele andere mit dabei. Indien ist ein absoluter Klassiker. Wahrscheinlich so ziemlich auf einem Level und auf einem Niveau wie Muttertag, der ja auch ein absoluter Kultklassiker in Österreich ist. Aber hier kann man eben die DVD bekommen. Das Einzige, was ich... Wahnsinn, wie Jungdorfer damals war, das ist unglaublich. Eine interessante Sache nur, die mir bei der Betrachtung vieler DVDs von Hornsel und so weiter aufgefallen ist, besonders gut sind die nicht. Nämlich vor allem eben, weil Hornsel auch bei Blu-Rays immer wieder gerne nicht eben nur bei den Dracula Media Books, sondern generell auf den 1080i Standard setzt, haben wir eben da zum Beispiel eine DVD aus dem Jahre 2006, wo der Film sogar zwar im Widescreen-Format 1:85:1 vorliegt, aber zumindest laut Coverangabe nicht anamorph kodiert, sondern nur im Letterboxd-Format, was meiner Meinung nach einfach nicht geht. Revanche von Götz Spielmann ist ebenfalls in der Reihe erschienen, wobei, gut, ich glaube, es gibt mittlerweile kaum eine bekannte österreichische Filmproduktion, die nicht in dieser Reihe erschienen ist, was ja mehr oder weniger auch genau der Sinn von dieser Reihe ist, dass man halt eben als Fan österreichischer Filme das Ganze einheitlich haben kann und weswegen man echt sagen muss, bei allen designtechnischen Schwächen, die man bei dieser Reihe irgendwie anmerken kann, hat man da tatsächlich ein größeres Archiv mit diesem Design, vor allem eben mit diesem Spalien-Design, schaut das im Regal dann doch wirklich genial aus. Da ist dann übrigens noch der Muttertag, finde ich auch sehr cool, weil das natürlich der nächste riesengroße österreichische Filmklassiker ist, den ich aber auch bislang noch nicht in meiner Sammlung hatte. Ich weiß, ich werde hier wahrscheinlich gescholten von allen meinen österreichischen Zuschauern, von beiden wahrscheinlich. Hallo, dass ich einfach meine eigene Kultur in diesem Fall dermaßen vernachlässige. Ich bin halt eben einfach wirklich der Meinung, dass österreichische Filme in vielen, vielen, vielen Fällen einfach nicht besonders gut sind. Aber natürlich gibt's Ausnahmen. Bin sehr, sehr gespannt auf das, was ich hier neu in meiner Sammlung habe. Aber man kann sich eben jetzt zum Abschluss dann noch einmal anschauen, dass diese Reihe, so gut der Gedanke dahinter eigentlich auch ist, im Regal schaut sie halt eben durch diese nicht richtig gemachten Größen, durch diese etwas seltsamen Geschichten einfach weder eben noch gerade noch irgendwie ansatzweise brauchbar aus. Da hätte man, finde ich, eine wesentlich, wesentlich bessere Produktion machen müssen, ist halt vielleicht einfach der Grund, weil man hier die Vorlage von der Cinemathek zum Beispiel dieselbe hat, aber aus irgendeinem Grund anders gearbeitet, ist ja auch wurscht für eben den schnellen Kauf zwischendurch zum kleinen Geld, ist es in Ordnung. Aber in dem Fall zum Beispiel, im Gegensatz zur Cinemathek, bei diesen Filmen in vielen, vielen, vielen Fällen tatsächlich die einzige Möglichkeit, die Filme zu bekommen. Und grundsätzlich dieses einheitliche Design, das fände ich eigentlich schon ganz cool. Aber wirklich begeistern kann ich mich für die Reihe trotzdem nicht.